So, ich begrüße Sie zur wissenschaftlichen Tagesschau heute Talks am Telefon mit einem Gast. Ich blende ihn gerade mal ein. Hier bei der Vortragsankündigung für ATTAC. Ich mache es mal noch ein bisschen größer, damit Sie das vielleicht besser sehen können. ATTAC Wuppertal war die Veranstaltung, die geplant war. Sie sehen hier unseren Gast, Jörg Gastmann, Kapitalismus bändigen mit dem modernsten alternativen Wirtschaftssystem. Genau das werden wir heute vorstellen und gegenüberstellen zu dem Wirtschaftssystemansatz der Next Scientists for Future.de. Werden wir sozusagen parallel stellen, ne? Sozusagen. Und zeige ich Ihnen nochmal als Zuschauer direkt nochmal das große Foto von Herrn Gastmann. Das ist das große Foto. Und dann haben wir hier jetzt noch andere Bilder vorbereitet, noch drei andere Bilder. Aber wir beginnen mit diesem Metermaß. Das Metermaß ist, wenn Sie, Herr Gastmann, das vielleicht auch aufschlagen, dieses kleine Bildchen mit dem Metermaß, weil das Ja, unsere zunächst einmal vielen Zeitskala. Dank für die Einladung. Ja. Welches Metermaß meinen Sie? Das Ach, letzte, das Sie ich mir habe gesendet haben, okay. das allerletzte Bild, was neu dazugekommen ist für die Sendung in der zweiten Mail, in der letzten Mail, die gekommen ist. Vielleicht müssen Sie die noch aufmachen, die letzte Mail. Da ist irgendwas gekommen mit Zeitskala. Ja, ich schau mal eben rein. Die neueste Mail, die letzte. Ja, das ist dann die von 3.18 Uhr, 18.12 Uhr. Da muss ein neues Bild dabei sein, die Zeitskala. Ja, sehe ich. So, und jetzt können wir loslegen. Also, Sie sagen dann gleich was. Ich sage nur mal so, wir Wissenschaftler wissen, dass wir manche, Naturwissenschaftler wissen, dass sie manche Dinge einfach nur glauben, weil sie einfach keine Hinweise dafür haben, dass es Interessenslagen geben könnte oder kapitalistische oder marktwirtschaftliche Gewinninteressen geben könnte, die ein Interesse daran hätten, uns auch bei der Frage des Universums und der Evolution des Universums in das Licht zu führen. Also glauben wir, ohne es beweisen zu können, ohne es selbst bewiesen zu haben, glauben wir, dass vor 13,8 Milliarden Jahren, also ganz unten bei dem Bild, der sogenannte Urknall entstand, dann vor etwa 10 Millionen, 10 Milliarden, also 10.000 mal eine Million Jahre, also unvorstellbare Zeiten, vor 10 Milliarden Jahren angeblich unsere Galaxie, die Milchstraße, ungefähr in der Größenordnung, streiten wir nicht über ein paar Milliarden Jahre, sozusagen entstanden sein soll und circa vor 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem, ich wandere also jetzt hier mit dem Cursor auf die Zahl 5, ne? Und dann so circa vor 4 bis 3 Milliarden Jahren soll dann DNS-Vorläufer und DNS, also Genom, Genetik, DNS entstanden sein und dann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sich dann Lebensweisen auch der späteren Frühmenschen und dann auch Wirtschaftsformen und Gesellschaftsformen evoluiert haben. So, vielleicht jetzt dazu parallel einfach, wie so Ihre Weltsicht ist, so weit bis, sagen wir mal, bis vor 3 Milliarden Jahren, ja? Da müssen wir wirklich beim Nullpunkt anfangen, denn da würde ich schon nicht zustimmen, den Nullpunkt gibt es nicht. Es gab keinen Urknall, Ja. es gab einen Knall oder Explosion in unserer Region des Universums. Aha. Und wenn man davon ausgeht, dass das Universum unendlich alt und unendlich groß ist, dann gibt es überhaupt keine Erklärungslücke. Und wenn man dann sagt, ja, wir haben aber hier eine Hintergrundstrahlung, irgendeine Röntgenstrahlung und die entstand vor so und so vielen Milliarden Jahren, das mag ja sein, aber wir müssen unterscheiden zwischen dem gesamten Universum und dem beobachtbaren Universum. Und wir sind, wenn ich mal eine Metapher bemühen darf, sozusagen Amöben im Tal zwischen Dünen in einer Wüste und wir sehen nur Sand. Und wir sehen den Horizont der nächsten Düne und da ist für uns die Welt zu Ende. Nur hinterm Horizont geht es weiter. Und was dahinter ist, das wissen wir nicht. Daraus ergibt sich, dass, oder sagen wir mal so,
Für mich gilt als oberste Prämisse immer, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, gemäß Sokrates. Ja, und darauf das ist auch das oberste Motto jedes guten Naturwissenschaftlers. Ja, oder? Genau. Und dann kommt das nächste Motto, das auch jeder Naturwissenschaftler oder überhaupt eigentlich jeder Mensch haben sollte, nämlich habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes... Sapere aude, ja, genau. Das sind die Grundprinzipien der Aufklärung. Die Next Scientists for Future verstehen sich ja so als die Speerspitze der Aufklärung in der Wissenschaft. Ja, und wenn man das mal so als Prämisse nimmt, ja, dass man also nichts weiß, dann bleibt eigentlich nur eins übrig, das sagte Norbert Bolz auch neulich, Wissenschaft weiß gar nichts. Das Einzige, was wirklich Wahrheit ist, ist Mathematik. Mathematik und Logik. Ja, ja. Da kann man von Wahrheit sprechen. Genau, alles andere Professor ist Wahrscheinlichkeit. Professor Bolz mahnt uns daran, dass vieles, was wir für Wissenschaft halten, in Wirklichkeit überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hat, sondern da ist ganz viel Irrtum, Pseudowissenschaft und Illusion dabei. Da stimme ich voll zu. Das habe ich selbst auch geschaut, wahrscheinlich die gleiche Sendung. Ja, da hat er recht, Professor Bolz. Da müssen wir vorsichtig sein. Das wiederholt er auch immer wieder, also in verschiedenen Sendungen. Das ist also unbestreitbar. Ja, Das Wesen der Wissenschaft ist ja These, Antithese, Synthese. Und wenn jemand eine These aufstellt und die dann mit Zähnen und Klauen verteidigt gegen die Antithese, dann ist das kein Wissenschaftler. Also ein Wissenschaftler muss ja schon per Definition selbst daran interessiert sein, im Sinne einer Wissenschaffung oder Wissensschaffung, einer Wahrheitsfindung, Wahrheitsfindung gibt es ja auch nicht, seine eigene These zu zerstören. Und wenn das nicht gelingt, dann ist das die nächste vorläufige Wahrheit. Das ist das Popper'sche Falsifizierungsmodell, dass man eben sich selbst falsifizieren will. Und genau deswegen spreche ich mit Ihnen, weil wir nicht hingehen und sagen, wir wissen alles und wir haben das ideale neue Gesellschaftsmodell fertig, sondern wir sind immer bereit, das zur Diskussion zu stellen und geben auch jedem anderen den Raum, sein Modell dagegen zu stellen, und dann müssen die Zuschauer entscheiden, was sie sozusagen dann vielleicht vorziehen oder nicht oder wie auch immer, oder dass sie aus beiden einen Mix machen sozusagen. Aber genau darum geht's, und das vermisse ich so bei den Internet-Fernsehsendern genauso natürlich wie bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, dass man nirgends mehr andere Sichtweisen hören will. Also auch die ganzen anderen Internetsender, bis auf einen, der Sender Kryptowelt hat sich da positiv hervorgetan, der letztens eine Sendung mit mir gemacht hatte. Aber ansonsten stoßen sie dort auf so, alle wollen ihre Konzepte lehren und wollen gar nicht hören, was es an Falsifizierungsüberlegungen geben könnte. Ja? Und deswegen sind wir jetzt hier, weil ich sage, wir können uns gegenseitig befruchten, Sie haben gute Ziele, wir haben gute Ziele, und dann stellen wir doch wenigstens mal die Sachen sachlich nebeneinander. Ne? Ja, jeder hat gute Absichten, und wie heißt es so schön, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Guten Absichten und gut gemeint ist falsch getan. Ne? Ich muss Sie gleich vorwarnen, Zitate sammeln ist ein Hobby von mir, also kann sein. Nee, das ist sehr gut, denn das sind genau die, auf die ich mich auch beziehe, ja? Ja, genau. Können wir aber bei 3 Milliarden, haben Sie so Ihren Standpunkt schon genügend klargelegt, so was die ersten 3 Milliarden der Jahre, die angeblichen, wir müssen ja immer sagen, ist ja eine Behauptung, dass das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren bis dann vor 3 Milliarden Jahren, wo dann der Fluss des Lebens so richtig in Gang kam auf der Erde, genau genommen weiß ich darüber gar nichts. Ich glaube nur, bis jetzt habe ich noch keinen Hinweis, warum uns diese Forscher belügen sollten. Ja? Das ist völlig klar. Das ist ja zu beobachten. Also die Wissenschaft ist massiv korrumpiert. Ja, das ist sicher. Das steht fest. Ja, also das ist aber auch so, dass auch Wissenschaftler nur Menschen sind, und die freuen sich unheimlich, wenn sie sozusagen die Krone der Meinung tragen dürfen. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Professor. Ich kenne das. Also in der Psychologie gab es Sachen, die haben neue Krankheitsbilder erfunden, nur um sich zu profilieren und um dann Meinungsführer werden zu können. Es war aber alles Schwindel und war alles Erfindung. Das ist selbstverständlich. Meinen Sie, dass das auch beim Urknall der Fall war?
Ich meine, dass das so ziemlich in jedem Bereich der Fall ist, in der Wissenschaft. Und nehmen wir zum Beispiel mal die Physik. Die Physik gilt ja als eine klassische Naturwissenschaft, die sehr faktenbasiert sein soll. Wo man hofft, dass da vielleicht ein paar Wahrheiten mit dabei sein könnten. Ja, die Krone der, Physik ist ja sozusagen die Urknalltheorie und die halte ich für völligen Unsinn. Mhm. Und wenn zum Beispiel ein Professor Lesch sich da hinstellt und den Urknall erklärt, dann denke ich mir, woher weiß er das denn alles? Ja, und vor allem war er dabei und wie wurde es untersucht? Nee, man kann ja schon Schlüsse ziehen. Man kann beobachten und kann aus den Beobachtungen Schlüsse ziehen. Nur diese Beobachtungen gibt es ja gar nicht. Es gibt im Universum, dann ist die Frage, gibt es Antimaterie? Wenn ja, was hat die für Eigenschaften? Es ist ja noch nicht einmal klar. Also ich habe zum Beispiel ein Physikbuch, da fand ich mal einen wunderschönen Satz drin. Wir wissen noch nicht einmal wirklich, was Licht ist. Was genau ist eigentlich Licht? Hat Licht eine Masse? Ja, wie kann sich Licht bewegen? Ist es eine Welle? Ist es Masse? Sind es Teilchen? Das ist offensichtlich ja, irgendwie alles Photonen noch nicht so ganz oder klar, Wellen. Ja? Ja, das sind also irgendwie Teilchen mit Welleneigenschaften. Das ist also eine Mischung. Licht ist was ganz Besonderes und wir wissen überhaupt nicht, was Licht ist. Ja. Aber können wir das so abkürzen, dass wir sagen, okay, damit bin ich völlig einverstanden. Ich habe kein Problem damit, wenn Sie sagen, Sie akzeptieren diese Schau der angeblichen Zeitspanne von 13,8 bis 3 Milliarden nicht, weil es spielt für mich auch keine Rolle. Ich hänge da nicht dran. Es geht nur, ich kann das auch ganz kurz fassen. Ja. Also das ist ja nicht unser eigentliches Thema. Wir kommen jetzt ein bisschen vielleicht vom Thema ab, aber es hat insofern damit zu tun, als dass wir ein Paradigma in Frage stellen und sagen, es gibt da auch andere Sichtweisen. Ja, und dann laden wir wieder gemäß Sapere Aude alle Zuhörer ein, denkt mal selber drüber nach. So, der Urknall sagt nichts anderes, es gab einen Punkt Null. Da gab es also eine Masse Null, die Zeit war bei Null, die Energie war bei Null und der Raum war bei Null. Ja. Diese vier Dimensionen waren alle auf Null. Auf einmal macht es Bumm und alles Hawking, da. Professor Stephen Hawking ging sogar so weit, dass er sagte, es war nichts davor. Ja, und ich denke, Stephen Hawking wird irgendwann einmal als, wie soll ich es ausdrücken, als jemand widerlegt werden, der sich sein Leben lang geirrt hat. Vielleicht hat Stephen Hawking sich auch sein ganzes Leben lang kaputt gelacht und konnte nicht fassen, dass wir ihm alle an den Lippen hängen. Und ich habe auch von ihm verschiedene Bücher hier oder das Universum in der Nussschale und ich habe also mich mit seiner Stringtheorie mal beschäftigt und dann fängt er also mit 11-dimensionalen Strings an oder n-dimensionalen mit unendlich langen Strings, die jeweils an einem Ende ein Atom oder ein Neutron oder Elektron, also vollkommen abgedreht. Also da würde ich sagen, was haben die Leute geraucht wirklich, die sich sowas ausgedacht haben. Ja, aber kommen wir mal zu den Basics. Gehen wir mal weiter. Also wir gehen mal in die Grundschule zurück. Um das mal wirklich ausführen zu dürfen. Ja. Gehen wir mal in die Grundschule zurück. Da lernen wir, wenn wir eine Aufgabe haben, 2 und 2 ist 4. Und das ist eine Gleichung. Und wenn die Gleichung heißt 0 gleich 1, dann ist das falsch. Und beim Urknall ist 0 gleich 1. Na, erst haben wir 0, dann macht es Peng und dann haben wir 1. Na, die Masse 1, die Energie 1, Raum 1 und Zeit 1. Halte ich für völlig unlogisch. Dafür gibt es keine Erklärung. Oder wenn man sagt, das Universum dann würden natürlich jetzt die Naturwissenschaftler antworten und würden sagen, ja, eben wir haben in der Evolution einen Vorstellungsraum entwickelt, der ausschließlich auf die irdischen Gegebenheiten angepasst ist und können uns solche Vorgänge in der Anfangsphase des Universums einfach nicht vorstellen, weil das nicht unsere Gehirnmöglichkeit ist. Unser Gehirn ist konstruiert, um einfache Gravitationskräfte wie den Newtonschen Apfel, der auf den Kopf fällt, angeblich sozusagen zu erfassen, aber mehr nicht. Also das heißt, unser Gehirn könne solche komplizierten Sachen nicht erfassen. Aber wie gesagt, na, ich würde gerne weitergehen. Ockhams Rasiermesser dagegen. Kennen Sie Ockhams Rasiermesser? Ockhams Rasiermesser sagt immer, man muss mit der sparsamsten, das sage ich auch immer wieder, mit dem sparsamsten Erklärungsmodell eine Sache erklären und nicht um 20 Ecken eine hochkomplizierte Erklärung. Ausgedrückt, die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich die richtige. Wahrscheinlich eher die richtigere als die kompliziertere, ja? Ja, und das ist also eine sehr wilde These, diese Urknalltheorie. Wie gesagt, 0 gleich 1, da sind so viele Ungereimheiten drin. Wenn das Universum sich ausdehnt, wohin dehnt es sich aus? Wie sieht denn die Grenze aus? Ja. Also völlig, völlig unlogisch. Ja, so, dann, aber dann das kommen ist wir mal, kein aber, Problem. Gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Wir gehen einfach mal, denn wir sind mit der Zeitskala noch lange nicht am Ende. Ne? Ich würde gern da einfach ans... Denn da ist ja kein Problem, weil das betrifft so direkt jetzt. Ich kann Ihnen sagen, warum mir diese Zeitskala überhaupt wichtig ist.
damit man sich klar wird, mit welchen Zeitvorstellungen auch Biologen zu tun haben. Da geht es eben um 3.500 mal 1 Million Jahre, in denen das Leben Zeit hatte, angeblich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sozusagen Vielfalt zu entwickeln und sich weiterzuentwickeln. Ja, und das ist nur wichtig, dass man sich klar macht jetzt an den Metamask. Ich bin wieder auf dem Bild. Vorhin hatte ich Ihr Foto, jetzt bin ich wieder auf dem Bild. Und dann gehen wir jetzt mal in Riesenschritten weiter. Dann ist eigentlich nichts Wichtiges passiert, wenn es um Kapitalismus geht, bis dann wir rücken an die oben, ganz oben an die Zahl 0 ran. Ja, da haben wir dann die letzten 138 Millionen werden wir jetzt. Wir gehen jetzt also, wir gucken uns diesen letzten Millimeter da an in dem Zollstock, ja, ganz oben und Ja. ziehen den auf 138 Millionen Jahre, gehen wieder ganz runter aufs Bild. Da sind wir bei, hängen also eine 0 dran, also eine 8 dran in dem Fall, also eine 138 Millionen Jahre, 130, 120 Millionen Jahre. Zu dieser Zeit lebten ja angeblich schon die großen Dinosaurier. Also wenn Sie Jurassic Park denken, da sind Sie jetzt in dieser Zeit. Also Tyrannosaurus Rex, Raptoren, Brontosaurier und so weiter. Alles, was da so gezeigt wurde bei Jurassic Park, das hätten Sie in dieser Zeit, so vor 138 Millionen Jahren, ja? Ja. Und dann soll ja vor 65, jetzt gehe ich also zwischen, also 6,5 Zentimeter, also vor 65 Millionen Jahren soll etwas Wichtiges passiert sein, angeblich. Haben Sie es zufällig mal gehört, was da so behauptet wird, was da passiert sei? Meinen Sie den Kometeneinschlag oder Ja, was? genau, der wird behauptet. Ja? Und da ist ja umstritten, ob der kausal mit dem Ende der großen Dinosaurier zusammenhängt. Das wird ja noch diskutiert, wie weit die kleinen Dinosaurier in den Vögeln überlebt hätten. Ja, sozusagen, aber die großen Dinosaurier hätten da geendet, weil da angeblich sich so viel verschoben hat im Klima und so weiter, dass die dann alle ausgestorben seien. Ja, das ist aber auch nicht sicher. Das ist auch wieder nur umstritten, ne, kann man sagen. So, aber das ist für uns wichtig, weil dann wird nämlich behauptet, dass unsere Springmaus-großen oder mausähnlichen Urgroßeltern, also meine Urgroßmutter, ihre Urgroßmutter und Urgroßväter, vor 65 Millionen Jahren also mausgroß gewesen sein, weil sie in der Zeit der großen Dinosaurier keine Chance hätten. Und dann wird behauptet, dass also in den von 65 Millionen Jahren bis zu wieder 13,8 Millionen Jahren, also sozusagen die so allmählich unsere Urgroßeltern erstmal auf den Baumästen anfingen entlang zu laufen und dann sich immer mehr dem Baumleben anpassten, Greifhände entwickelten und Greifhände und relativ große Gehirne und so weiter und dadurch sozusagen also in den Vor- oder Vormenschenstatus kamen. Und dann würden wir wieder aufziehen, wieder und betrachten die letzten 13,8 Millionen Jahre. Haben Sie da bis jetzt so Einwände oder ein anderes Modell oder Ihr Modell? Können Sie da Ihre Sichtweise nochmal parallel dazu stellen? Ja, also ich äußere mich immer unter dem Vorbehalt einer Irrtumsmöglichkeit, weil Ja. ich gebe also ganz offen zu, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne? Ich wiederhole mich, aber es ist so. Und ich lebe ja nur in Wahrscheinlichkeiten. Und Ja. ich denke gerne logisch nach und ich finde viele Dinge plausibel. Ich finde also Darwins Erkenntnisse hier von natürlicher Selektion, von Mutation oder die Mendelschen Lehre, die finde ich also völlig logisch, die finde ich nachvollziehbar und überzeugend. Und wenn jemand kommt und sagt, jetzt haben wir aber eine andere These, dann gucke ich mir die an und sage, ach, das ist ja noch überzeugender. Ja. Dann halte ich das für wahrscheinlicher. Und ich erlebe nur in Wahrscheinlichkeiten, was das betrifft. Genau, deswegen, wenn Sie mir jetzt Ja. etwas sagen würden, was mich nach 40 Jahren Evolutionsbiologie oder 50, über 50 Jahren Evolutionsbiologie daran zweifeln lassen würde, dann würde ich sagen, müssen wir drüber nachdenken. Ja? Müssen wir drüber nachdenken. Aber Ja, ich. also ich wüsste da jetzt keinen Punkt, mit dem man jetzt den Darwinismus außer Kraft setzen könnte. Ich Ich finde habe den, wie keinen gesagt, gefunden, muss ich nee, sagen. ich habe auch drüber nachgedacht, Ja. da denke ich seit Jahrzehnten drüber nach, gewissermaßen. Das hatte ich ja schon, ich bin ja Jahrgang 64, Ja.
Das hatte ich also schon ungefähr 1970 zum ersten Mal gehört. Ja. Und da nicht ganz, 1970 übertrieben, sagen wir 73, 74, also noch in der Grundschule. Und das fand ich von Anfang an überzeugend. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto überzeugender wurde das Ganze. Ich habe auch Bio als Abifach gehabt, habe also da auch viel gehabt mit Genetik, Biochemie und so weiter. Und ich fand da überhaupt keinen logischen Fehler drin. Ja. Das soll nicht heißen, dass es keinen gibt, aber ich halte das für völlig plausibel. Ich glaube, ich habe mit 11 Jahren ein ganzes Biologie-Schulbuch durchgelesen und da wurde eben auch Darwin erwähnt und beschrieben. Ne? So fing das auch bei mir an, sozusagen. Ja, ist erklärt. Also was ich zum Beispiel jetzt nicht einfach so glaube, ich halte es für möglich, aber ich glaube es nicht im Sinne von wirklich religiösem Glauben, sondern im Sinne von eher Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass jetzt ein Komet die großen Dinosaurier ausgeschaltet hat. Ist auch nicht wichtig. Also, ja, ist auch nicht wichtig, aber ja. Ich habe ja zum Beispiel mal gelesen, dass bei Krokodilen die Fruchtbarkeit von der Umgebungstemperatur abhängt. Aha. Und wenn da die Temperatur zu weit sinkt oder zu weit steigt, das ist wie ein pH-Wert. Ne? Wenn sie außerhalb eines lebensfähigen Bereichs sind, dann lebt da nichts mehr. Und bei Krokodilen ist das halt so, wahrscheinlich auch bei vielen anderen Spezies, wenn es zu warm oder zu kalt wird, dann vermehren die sich nicht mehr. Und das kann also sein, dass es einfach zu heiß war oder zu kalt war für die großen Dinosaurier. Und das waren ja alles Echsen im Wesentlichen. Ja. Und die meisten von ihnen waren Echsen. Und für manche wie, was weiß ich, den Komodowaran oder auch... Ja. Aber Sie kennen auch das Gegenargument bei Jurassic Park, nämlich dass es sein könnte, dass es sich um Warmblüter gehandelt hätte und um Brütende. Was ich mir sehr schwer vorstellen kann. Also auf den Eiern eines, wenn ein Brontosaurus-Mutter sich auf eine irgendwelche Eier setzt, das stelle ich mir katastrophal vor. Das sehe ich auch nicht. Ehrlich gesagt, da spricht die Logik dagegen. Ja. Aber wenn ich mal sehe, wie anhand von Knochen Zeichnungen entstehen, wie die Tiere ausgesehen haben sollen, da könnte auch viel Fantasie drin stecken, da ist viel Wahrscheinlichkeit drin, genau weiß man es nicht. Es könnte ja auch sein, dass alles voll Federn war, also sozusagen durchaus vogelähnlich, ne? Dann hätten aber die Eier riesig harte Schalen haben müssen. Ne? Na gut, aber das ist alles Spielraum. Unwichtig. Ja, ja. Es gibt Spielraum, aber es gibt halt Wahrscheinlichkeiten und wahrscheinlich war das so, wie die allgemeine Lehre ist. So, und jetzt, wir sind jetzt also bei, wir waren bei 65 Millionen Jahren, wir waren dann runtergegangen bis auf 13,8 Millionen Jahren. Und bei 13,8 Millionen Jahren, wissen Sie, haben Sie eine Vorstellung, wie laut sozusagen der modernen Evolutionsbiologie, Professor Friedemann Schrenk, der hat zum Beispiel die Sendung maßgeblich geleitet, ZDF, Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, war auch bei Planet und Wissen und hat deutschlandweit Vorträge über die Evolution des Menschen gehalten und so weiter. Wie die in dem Filmbericht Terra X, die ersten Menschen 1 und 2, das Aussehen unserer Urgroßeltern vor 13,8 Millionen Jahren darstellen, weil das ist doch durchaus sehr wichtig jetzt für die zukünftige, für das Menschenbild, aus dem heraus wir den Kapitalismus kritisieren müssen. Ja? Haben Sie irgendeine Ahnung, wie die ausgesehen haben könnten? Nee, dieses Modell kenne ich nicht. Also unsere Urgroßeltern sollen zu dieser Zeit ungefähr das Aussehen von Gorilla-ähnlichen Lebewesen gehabt haben, mit großen Eckzähnen, die für Rivalenkampf und eifersüchtige Lebewesen stehen, ja, die für genetisch eifersüchtige Lebewesen. Und die sollen also, Gorillas kennzeichnen sich auch dadurch, dass die Männer doppelt so schwer sind wie die Frauen, ja, und auch viel größer. Das nennt man Geschlechterdimorphismus, die Zweigestaltigkeit der Geschlechter in der Biologie. Und dass das so richtige, ja, so King Kongs waren, ja, so richtige King Kongs. Und dass das auch unsere Vorfahren waren, und zwar von 13,8, so ist dann der Evolutionsprozess verlaufen, so ungefähr, jetzt bin ich hier so bei 7 Millionen Jahren, 6 Millionen Jahren, irgendwann kommt ja das... der aufrechte Gang, der auf den Bäumen erst einmal angeblich entwickelt worden sein soll, auf den Ästen und dann in die Savanne raus sozusagen und so, dass wir dann vor 4 Millionen Jahren jetzt merkwürdigerweise diese Gorilla-Eckzähne verloren haben und dann spätestens wohl vor 2 Millionen Jahren auch diesen riesigen Unterschied zwischen riesiger Gorilla, kleine Frau,
verloren haben. Das würde dann bedeuten, dass unser Sozialsystem, unsere Lebensform sich total verändert haben müsste. Ne? Weil die Erfindung der Technik erst bei 2,5 Millionen, also wurden erst die ersten Steinhämmer und Steinmesser erfunden, sodass man sagen kann, der Rivalenkampf kann vorher nicht auf Waffen übergegangen sein. Ja? Also das heißt, der Rivalenkampf und die Eifersucht muss verschwunden sein in der Evolution. Wäre nicht anders logisch sozusagen. Also ja, das wäre also sozusagen der Wandel vom Gorilla als Haremshalter zum Gruppentier, zum hochsozialen, fast schon ursozialistisch, urkommunistischen Lebewesen, noch viel pazifistischer, noch viel friedlicher als die Bonobos, Pampaniscus, haben Sie von denen mal gehört? Ich kenne jetzt die Details nicht so, dass ich das in dieser Sendung wiedergeben könnte. Nee, Professor Franz de Waal, der große Bonobo-Forscher, hatte so in seinem großen Buch Bonobo, so um die 2000 ist das erschienen, so Sätze gesagt haben, die ihm selbst widerstrebt haben. Ja hoppla, das sind ja matriarchale Hippie-Affen, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch. Eklig. Ja, also ihm als Monogamisten sozusagen widerstrebte diese Form der Gruppenehe völlig. Man kann sagen, die Bonobos haben nur deswegen noch gewisse Eckzähne, weil sie manchmal im Gegensatz offensichtlich zu den Frühmenschen sozusagen tatsächlich kleine Affen jagen. Denn sie können sie, wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen auf der Savanne mit dem aufrechten Gang, dann kriegen Sie keinen Affen mehr. Ja? Ja. Den kriegen Sie einfach nicht mehr. Also können Sie sie auch nicht jagen, dann können Sie sie auch nicht mit Eckzähnen aufreißen. Also die Bonobos haben also einen Restaspekt eines Raubtieres noch. Ja? Nur deswegen haben die gewisse Eckzähne und wir hatten aber gar keine mehr vor 4 Millionen Jahren. Und das bedeutet, dass wir also in einer urmatriarchalen, urkommunistischen, ursozialistischen, extrem pazifistischen Lebensweise lebten, spätestens dann, als wir, jetzt mache ich einen Riesensprung von 4 Millionen Jahren, also zur Erfindung der Technik vor 2,5 Millionen Jahren, Homo habilis, und dann gehe ich runter auf Fellverlust kommt ja dann irgendwann, also der haarlose Affe, der dritte Schimpanse sozusagen. Und dann bin ich bei, jetzt gehe ich mal bei 1,38 Millionen, mache ich mal Pause, da dürfte das Fell schon weg gewesen sein. Und wir würden wieder aufziehen auf 1,38 Millionen Jahre und erinnern uns dran, dass wir uns gerade in dem letzten Millimeter der Zeitskala eigentlich nur immer jetzt immer größer aufziehen quasi. Ja? Haben Sie da jetzt schon was parallel zu stellen oder können Sie sagen, damit kann ich leben mit diesen evolutionsbiologischen Hypothesen? Das sind ja alles auch nur Vermutungen aufgrund einzelner Hinweise in der Forschung. Ne? Ja, also Hypothesen, da haben Sie das Wort genannt. Auch das sind Hypothesen, die nachvollziehbar sind, aber nicht wahr sein müssen. Nee, ich weiß es müssen nicht. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr mal mit meiner Frau und meiner Tochter im Neandertal-Museum hier in Mettmann. Ja, und, ja. Da ist auch eine schöne Ausstellung rund um die Entstehung des Menschen. Eine schöne Statue vom angeblichen Neandertaler ist da wohl auch, ne? Eine Figur. Ja, und auch die anderen hier, Australopithecus und wie sie alle heißen. Die ganzen verschiedenen Entwicklungsphasen des Menschen, der, wenn ich mal meine Schulzeit zurückdenke, die gleichen Vorfahren hat wie die anderen Affen. Also wir sind mit allen Affen verwandt. Ja, die Spaltung soll wohl vor ungefähr 7 Millionen Jahren gewesen sein, dass also die Bonobos und Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans sich von uns in diesem Bereich abgespalten haben. Aber wir sind trotzdem, haben wir insgesamt unheimliche Ähnlichkeiten. Und wenn wir weiter zurückgehen, eben ab vor 7 Millionen Jahren, sind wir alle noch verwandt miteinander. Nämlich, also waren wir noch eine genetische Linie sozusagen. Ja, und wenn man das heutige Tierreich beobachtet, dann kann man auch viel zurückschließen auf die Umstände, wie Menschen vor Millionen von Jahren oder vor zigtausenden Jahren gelebt haben, die keine Werkzeuge hatten und die alles mit der Hand machen mussten. Und wenn man also sieht, wie
Affengruppen oder auch Löwengruppen oder verschiedene Tiere, die in Gruppen leben, wie die zusammenleben, dann muss es da ja Parallelen geben. Das ist ja logisch. Aber welche Auch das genau Löwen sind, sind ob jetzt zum höchst Beispiel, sozial, ja? ja, also ob jetzt zum Beispiel so wie bei den Löwen oder in anderen Herden es also oder bei Pferden es ein Alpha-Männchen gibt, das dann das Privileg hat, zum Beispiel als einziges Nachkommen zu zeugen und alle anderen Männchen werden entweder totgebissen oder müssen sich irgendwie unterwerfen. Alles möglich, das kann auch bei den Urmenschen so gewesen sein, man weiß es nicht. Genau, Es also sind also viele Thesen im Raum. das sind die Hypothesen, die also die sie, dieser Film ist nicht sehr präzise, die ersten Menschen 1 und 2 bei Terra X ZDF, ja, aber man kann es sich mal anschauen und dann mit der Sichtweise der Next Scientist for Future.de vergleichen sozusagen. Aber natürlich ist man, und vor allem ist es auch nicht wichtig, ob es so war, sondern nur, dass wir den Denkraum geöffnet haben für die Hypothese, dass der Mensch vielleicht genetisch aus einer anderen Sozialform stammen könnte als aus der Gorilla-artigen. Wir finden ja bei Menschen alle Lebensformen. Wir haben ja sogenannte Polygynien, das sind die Harems, ja, der Sultan mit dem Harem. Ja. Wir haben die Polygynandrien, das sind es mehrere Männer und mehrere Frauen, die sexuell miteinander leben. Und wir haben die Polyandrien, das sind es nur das mehrere Männer, eine Frau und so weiter. Also es gibt eigentlich nichts bei Menschen, bei urtümlicheren Völkern, was es nicht gibt. Ja? Also die zum Beispiel die heutigen modernen Matriarchate, angeblich ja von Phönix berichtet bei dem Volk der Mosu'u. Dort ist es dann so, dass ungefähr, was weiß ich, 70 Frauen in Liebe leben mit ungefähr 70 Männern der Region. Also richtige, über die Region überspannende Liebesgruppen sozusagen. Ne? Und das ist einfach nur interessant, um mal den Denkraum zu kitzeln. Ne? Ja, denn das hat eine gewisse Bedeutung, weil man niemals würde man bei einer Frage einer neuen Gesellschaft den Leuten sagen, ihr müsst jetzt in Kommunen leben, weil angeblich der Genbestand so sei, sondern man kann nur sagen, mal gucken, zu was sich in einer idealen Gesellschaft, ob manche Menschen wieder in Kommunen leben wollen und manche in Monogamien, manche in religiösen Gemeinschaften, manche in das und so. Ja, lassen wir uns überraschen, was kommt. Nur den Denkraum zu öffnen, dass vielleicht manches anders gewesen sein könnte, als wir denken. Ja, nur darum ging es da, dieses Ich weiß, dass ich nichts weiß, zu öffnen. Ne? Also das heißt, niemals darf man sich festlegen, und der Fehler zum Beispiel der Pseudosozialismen und Pseudokommunismen war ja immer, und der Pseudoplanwirtschaften war ja immer gewesen, dass sie den Leuten vorschreiben wollten, wie sie zu leben hätten und wie sie zu fühlen hätten. Ja. Ja, und daran sind sie ja gescheitert. Ne? Naja, das haben wir auch gerade. Uns wird ja auch gerade vorgeschrieben, wie wir zu leben haben Ja, in dieser Corona-Krise. Und da sieht man ja, wie folgsam die Menschen sind. Ja, also Sieht man das erstaunlich. Da gibt es ja auch Milgram-Experiment, viele kennen Sie noch Interessen. das Da gibt es Milgram-Experiment und Soloman-Asch? ja. Ja, Milgram ist absolut Gehorsams, passend. das Ist passt absolut passend. Ja, genau. aber was ich auch sehr passend finde, ist zum Beispiel, was jetzt das Führerprinzip betrifft, auch aus dem Ja. Tierreich, hier gibt es ja schöne tierpsychologische Forschungen. Da hat man zum Beispiel Forschung gemacht mit Affen, die haben also dann leckeren Saft. Ne, dann konnten sie sagen, ja, haben wir also, nehme ich lieber den leckeren Saft oder ein Foto des Alpha-Männchens. Und die meisten haben oder regelmäßig haben dann lieber das Foto des Alpha-Männchens genommen, statt einen leckeren Saft. Das bestätigt unsere Einschätzung, Ja. denn unsere Befürchtung ist, dass es bei Bonobos und bei Menschengruppen früher, ganz vor dem Kapitalismus, vor der Marktwirtschaft, ganz natürlich und auch gut war, auf die sachlichen Autoritäten der Menschen zu hören, denn die waren die größten Schenker in der Gruppe. Also wir gehen also als Evolutionsbiologen aus, dass es wie bei dem Bonobos ist, die suchen Fruchtbäume, Nahrungsbäume, Nahrungspflanzen. Und schenken die dann bei einer Wanderung den geliebten Kommunenmitgliedern. Ja? Und dieses Schenkenprinzip, also dass alles verschenkt wird, also nichts akkumuliert wird,
keine Machtsucht da ist, keine Geldsucht da ist, keine Akkumulationssucht von Gütern da ist, weil ja noch keine Marktwirtschaft da ist und kein Kapitalismus, schenken die alles den Frauen und Kindern. Und wenn die dann sagten, wir müssen nach links abbiegen, dann hat man denen gefolgt, ohne das zu hinterfragen. Und meistens war es ja auch genau richtig. Nur jetzt leben wir in kapitalistischen Gesundheitssystemen, in marktwirtschaftlichen Gesundheitssystemen. Da kommen wir später zu. Dort sind gewinnbringende Irrtümer die Regel. Und jetzt werden wir natürlich in die Irre geführt. Ja? Und jetzt kommt unser biologisches Prinzip, folge dem Gruppenführer. Ja? Und jetzt können die mit uns machen, was wir wollen, mit der Masse. Ja, das sieht man gerade in Bayern. Ne? Markus Söder, der ja, also am meisten wirklich durchdreht. Ja, der also wirklich die verrücktesten und sachlich unbegründetsten, härtesten Maßnahmen macht, der hat die höchsten Beliebtheitswerte. Genau. Da kann man sich nur an den Kopf fassen. Das ist aber, das ist ja, und dann stattdessen wird dann, und das ist auch geradezu schon ein archetypisches Verhalten. Ne? Spiegel Online schreibt dann, ja, Ministerpräsident Laschet, der macht jetzt also noch die schwächsten Einschränkungen und verspielt er seine Kanzlerschaftschancen. Also die schreiben ihn schon nieder, weil er nicht streng genug ist. Ja. Das ist also wirklich gerade, der Spiegel Online dass, wieder Teil der Affenherde. Wenn die Stimmung auffliegen, dass der Laschet dann der Gewinner ist, ne? Die Stimmung kippt ja. Ja, Stimmung ja, also je länger das dauert, desto mehr kippt die Stimmung und die überlegen gerade, wie kommen wir da raus. Ja, ja. Na, jetzt fantasieren sie gerade von der zweiten Welle, die ja kommt und da habe ich schlechte Nachrichten. Na, also ich habe jetzt gestern noch einen Artikel geschrieben, so einen Blogartikel zum Thema, also für einen Pflegedienst, ein Kunde von mir, und da ging es um das Thema Virensaison. Na, wann haben die Rhinovirensaison? Ja, die Coronaviren haben immer, jedes Jahr, seit Millionen von Jahren, haben die Coronaviren jedes Jahr Saison von Dezember bis April, immer. Ja, zumindest mal seit schätzungsweise 400.000 Jahren ist es so, ja. Ja, die gibt es, solange es Viren gibt. Also solange es den Influenza-Virus gibt, gibt es auch die Coronaviren. Ja, man also sagt haben ja 1960 so, wahrscheinlich, solange es wie es Einzeller gibt, gab es auch schon Viren. Und möglicherweise ist ein Teil der genetischen Mutation aller Lebewesen durch Viren beigetragen worden. Ne? Ja, absolut. Das gehört dazu. Das ist auch eine überzeugende Theorie, ne, gegen die es also keine logischen Gründe gibt. Ja. Und Viren, die helfen also sowohl mit Mutation und Selektion bei der Evolution. Die sind Teil des Lebens. Ne, und dann zu sagen, also wir wollen uns jetzt gegen Viren schützen, das wird nicht funktionieren. Und wenn jetzt alle auf einen Impfstoff warten und sagen, ja, erst wenn wir einen Impfstoff haben, dann dürfen wir wieder normal weiterleben. Das wird ja auch nicht passieren. Die haben ja jetzt gerade in aktueller Diskussion das Medizinproduktegesetz zu ändern. Die haben das Infektionsschutzgesetz geändert und dementsprechend soll es ja jetzt diese Immunitätsbescheinigung geben, die es gar nicht geben kann, wo sogar die WHO schon sagt. Und wenn die das schon sagt, muss das schon was heißen. Es wird immer behauptet, dass sogar Leute, die dem Virus begegnet seien, danach noch einmal betroffen werden sein können, dann kann es ja eigentlich keine Immunitätsbescheinigung geben. Ne? Ja, auch da geht wieder, wir wissen, dass wir nichts wissen bei Immunität. Aber und gehen wir mal weiter, ja? Also so wie es aussieht, hält das erstens nicht ewig und zweitens nicht bei jedem, also völlig unzuverlässig. Ja, ja, dann müssen die ja eine Dokumentation von Ärzten haben. Und die Ärzte haben ja keine Grundlagen, die müssen dann einen Test machen. Ja. Und der Test hat riesige Fehlerquoten, dieser PCR-Test. Dieser, ich glaube, Polymerase Chain Reaction Test, der hat ja schon alleine 47% falsch positiv als Testergebnisse und die wissen einfach nicht, wie sie es testen sollen. Und jetzt gibt es ja nicht nur einen Coronavirus, sondern es gibt ja unwahrscheinlich viele Coronaviren. Und jetzt schlägt dieser Test auf irgendeinen mal an, da hat man ein positives Testergebnis, das war aber jetzt nicht Covid-19, sondern einer der anderen Coronaviren. Und was hat man da gefunden? Man weiß es nicht. So, und am nächsten Tag gab es ja schon viele Berichte darüber, über verschiedene Arten von Tests in verschiedenen Krankenhäusern. Jetzt haben die jemanden getestet, da haben sie später nochmal getestet und mal war er positiv, mal negativ, war wieder positiv, war wieder negativ. Da denken die, was ist das? Das ist ja hier eine Lotterie. Also sie wissen es nicht. Und auf dieser Grundlage soll jetzt auch noch geimpft werden. Jetzt wird also die Zulassungsverfahren verkürzt. Dass es eben notwendig zu dieser Lotterie kommen muss, denn
In der kapitalistischen, in der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie kommt es zum selben Verhalten wie bei einem Versicherungsvertreter, der dem Kunden auch sagt, ah, das Leben ist ja so gefährlich und alles ist ja so unmäßig gefährlich, kaufen Sie bitte schnell meine Versicherung. Ja? Also, und genauso ist es hier auch. Der Arzt ist in seinem Studium, wird darauf trainiert, Viren und Bakterien und Mikroben allgemein drastisch zu überschätzen in deren Gefährlichkeit. Deswegen kommt es immer, wenn man Mainstream-Mediziner und nicht Ausnahmemediziner wie innerhalb der NextScientistsForFuture.de, die sich ja auch als neues RKI und neue WHO angeboten haben, kommt es notwendig dazu, dass der Mainstream immer wie ein Versicherungsvertreter sagt, oh, alles schrecklich gefährlich, kauften unsere Impfungen. Ne? Also das muss so sein. Das ist Kapitalismus, das ist Marktwirtschaft. Das ist auch bei den Medien so. Ja, also meines Erachtens hat die ganze Corona-Hysterie ihren Ursprung in den Medien. Die Medien sagen sich, oh, in Wuhan, tolle Fernsehbilder, oder lässt sich was draus machen. Da verkaufen wir mehr Zeitungen, da generieren wir mehr Klicks, haben mehr Werbeeinnahmen, da rollt der Rubel. Interesse an Sensationen, ne? Angst verkauft sich viel besser, als wenn sie sagen würden, das ist alles halb so wild. Ja. Das ist also, wenn man sich mal die wirklichen belastbaren Daten ansieht, dann ist das ein Bruchteil der vorletzten Grippewelle. Darüber habe ich etwa 100 Sendungen gesprochen, darüber, dass die Daten das alles nicht hergeben. Besonders analysiere ich immer die Zahlen von Schweden. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das kurz sagen, wenn Sie das interessiert, wie ich zum Beispiel Schweden hat ja deutlich weniger Maßnahmen gemacht als zum Beispiel Deutschland. Ja? Und wenn man die Zahlen von Schweden ausrechnet und das mal vergleicht mit der Sterblichkeit, die zum Beispiel ein wirklich starker Erreger wie ein, gehen wir mal davon aus, dass es nicht damals an der extremen Immunschwäche lag, aber ein echter Pesterreger, ja? Der tötet wirklich, hat damals etwa ein Drittel der jeweiligen Bevölkerung getötet. Das wären in Schweden 3,3 Millionen Tote. Und die Schweden haben aber faktisch, und dabei ist ja noch nicht mal klar, ob es sich um echte Corona-Tote handelte, benennen die gerade mal 3000 Tote. Das wäre ein Tausendstel der Wirkkraft eines Pesterregers. Und deswegen haben die Schweden natürlich vollkommen recht. Wir gehen nicht hin und unterdrücken die normale Wintersterblichkeit, denn wenn wir die unterdrücken, verhindern wir die Durchseuchung und die Herdenimmunität und haben dann ein Dauerproblem geschaffen, eine Falle, aus der wir nicht mehr rauskommen. Wir müssen einfach eine gemäßigte Durchseuchung zulassen, dann sterben wie in jedem Winter 3000, also gibt es die normale Wintersterblichkeit, wie sie bei schweren Grippewintern 16, 17, 17, 18 ist. Und in die Schweden, das sagt auch die schwedische Regierung selber, wir werden am Ende des Jahres keine größere Wintersterblichkeit haben als in diesen anderen Jahren. Und wir werden wenigstens unsere Wirtschaft nicht total ruiniert haben, im Gegensatz zu den Deutschen. Ja, weltweit betrachtet würde ich sagen, wir werden eine höhere Sterblichkeit haben, aber aus ganz anderen Gründen. Ja, wir haben mehr Hungertote, wir haben mehr Selbstmorde. Wir haben mehr Paniktote. Ja, mehr Herzanfälle. Nehmen wir zum Beispiel mal einfach, das sind ja Fakten, dass wir dieses Jahr oder jetzt in dieser Corona-Saison, in den Zeiten jetzt der Corona-Hysterie, 40% weniger Leute haben, die ins Krankenhaus gehen mit Schlaganfall und Herzanfall. 40%. Jetzt gibt es ja keinen Grund, dass es weniger Schlaganfälle und Herzanfälle gibt. Die haben einfach Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Genau. Und das heißt, die sterben dann zu Hause, weil die Angst vor der Behandlung haben. Für unsere Zuschauer, das Thema ist schon durch. Das habe ich ungefähr 100 Mal genauso erläutert, wie Sie das jetzt gemacht haben. Und wir haben die besten Argumente im ganzen Internetfernsehen, die ganz klar sagen, das ist eine... Die Gefährlichkeit des Virus wurde drastisch überschätzt. Punkt. Ja? Und das hat dann riesige Schäden zur Folge, denn wenn ich so eine weltweite Panik auslöse, dann führt das zu eigenen Todesfällen. Ne? Ja. Auch die Behandlungsformen sind ja in Verdacht. Ich habe gerade eine Sendung darüber gemacht, dass bestimmte Medikamente angeblich, Sie wissen vielleicht, dass es bei Afroamerikanern und bei Afrikanern eine genetische Anpassung an die Malaria-Situation gibt, ja,
Und dass das Leute, die diese genetische Anpassung hätten, die würden quasi tot umfallen durch die Medikamente, die im Moment gegen Corona eingesetzt werden. Oder im Sinne von Versuchskaninchen erprobt werden. Und deswegen sterben dann natürlich Massen an Leuten an den Medikamenten. Ja, darüber habe ich gestern Dr. Köhnlein, Klaus Köhnlein hat ja das ganz klar gesagt. Wir töten durch unsere Behandlungen. Ja, auch durch Beatmungen zum Beispiel. Ich habe eine Zahl aus New York gehört, wo es dann heißt, also 9 von 10 überleben eine künstliche Beatmung nicht. Also eine künstliche Beatmung ist ein unglaublich schwerer Eingriff in den menschlichen Körper. Es sollen sogar 98-97% sein, wo die Leute sterben oder geistig behindert. Sterben an der Behandlung und nicht an der Krankheit. Also da ist die Operation gelungen, Patient tot. Genau deswegen müssen wir die Marktwirtschaft und den Kapitalismus in gewisser Weise beenden oder ändern. Ja? Und ändern. Genau. Nach anderen Regeln spielen lassen. Genau. Denn jetzt kommen wir wieder zurück zum Urmenschen. Wir haben eine gewisse, auch genetische Programmierung, die wird zwar durch Erfahrung und durch Lernen und Weitergabe von Wissen erweitert, aber letztendlich sind wir alle noch Urmenschen. Und wir sind, auch wie alle Lebewesen, programmiert durch zwei extrem starke Motive, nämlich Gier und Angst. Wir sprachen vorhin vom Versicherungsvertreter, oder alle Verkäufer, die arbeiten mit Gier und Angst. Ne? Gier heißt, guck mal da hast du was Schönes, ob es jetzt ein Lolli ist oder irgendwas anderes oder eine Reise ist, das ist was Schönes, das ist Gier, ich will mehr vom Leben haben. Und die Angst, ich will etwas nicht verlieren. Indem du jetzt irgendwie bei mir einsteigst finanziell, da spricht er die Gier an und bei dem anderen arbeitet er mit der Angst, um seinen Abschluss zu machen. Aber darf ich nochmal die Zeitskala weitermachen, denn ich möchte jetzt so richtig in medias res gehen. Denn das war für uns Naturwissenschaftler die wichtige Hintergrundgeschichte. Aber wir gehen jetzt nochmal auf dem Zeitlineal von 1,38 Millionen Jahre immer weiter. Wir befinden uns im Zeitalter des Homo erectus, das ist ja nur ein Name, und bewegen uns bis zu 400.000, also 4, bei 4 bin ich jetzt, 400.000. Und da passierte etwas ganz Merkwürdiges zu Zeiten des späten Homo erectus. Die ZDF-Sendung, die ersten Menschen, zeigt da, dass da irgendwie zum ersten Mal ein Tausch stattfand. Also die Urform, die Vorform von Marktwirtschaft stattfand, der Tausch. Vorher gab es das angeblich nicht. Ja, Tausch ist ungefähr 400.000 Jahre alt. Der muss ja irgendwann erfunden sein, sonst gäbe es ihn ja heute nicht. Naja, ist auch jetzt unerheblich, ob das vor 400.000 oder vor 20.000 Jahren war. Irgendwann gab es den ersten Tausch. Und daraus wurde dann der Tauschhandel. Und dafür gibt es Zahlen von Professor Friedemann Schrenk. Allerspätestens, also es gibt Beweise, ich bin jetzt bei 1,4 Zentimetern, also vor 140.000 Jahren gibt es Beweise für Fernhandel, wahrscheinlich anhand von Stoffen, die es in dieser Region gar nicht gibt und die aus weiten Entfernungen transportiert worden sein müssen, sonst könnten sie nicht da sein. Ja? Und dann, also 140.000 Jahre ist mindestens schon der Fernhandel da, und davor muss ja dann davor der Nahhandel erfunden worden sein. Und meine Hypothese wäre so, mindestens um die 300.000 Jahre vor unserer Zeit müsste schon der Nahhandel erfunden sein, denn der Homo sapiens ist eigentlich der falsche Name. Wir hätten eigentlich vom Homo mercator oder mercantilis sprechen müssen, nämlich den Tauschhandelnden, denn der einzige große Unterschied zwischen Homo erectus und Homo sapiens ist einmal das Gen FOXP2, das also das Erzählen können auch von erfundenen Geschichten und von Verhandlungsstrategien erlaubt, weil die Sprache einfach sehr differenziert wird. Ja? Und dass wir dann also vor 300.000 Jahren eben schon wahrscheinlich der Händler waren, der Tauschhändler waren, und da begann das Elend für die Naturwissenschaftliche Geschichte. Also was hat man da gefunden? Stoffe? Sie meinen vor 140.000 Jahren? Ja. Nee, da hat man, also muss man ja irgendwelche Gegenstände gefunden haben, die zum Beispiel gefertigt wurden aus Material, das aus 200 Kilometer Entfernung stammt.
Ja? Und das kann ja nur über einen Fernhandel Das transportiert kann durch werden. Wanderung. Also ich bin mal damals noch bei der Bundeswehr, da hatten wir einen 30-Kilometer-Marsch und das waren ein paar Stunden. Ja, ich bin auch mal spazieren gegangen, mein längster Spaziergang, der war mal über 35 Kilometer. Also Das war ein ich Nachmittag. kann Ihnen nicht sagen, welche Beweise Professor Friedemann Schrenk dafür hätte, wenn ich ihn jetzt fragen würde. Wahrscheinlich ganz andere. Ich habe jetzt nur gemutmaßt. Ja? Das heißt, und wir müssen uns klar sein, aber vor 140.000 Jahren waren alle unsere Urgroßeltern, hatten noch schwarze Hautfarbe und befanden sich alle in Afrika. Ja, es gab noch keinen. Es gab nur Erectus-Abkömmlinge in Europa, aber es gab noch keinen Sapiens in Europa. Die Auswanderung begann erst vor circa 100.000 Jahren, sodass wir alle in Afrika waren und wahrscheinlich nicht allzu sehr gewandert sein dürften. Also diese ganze Wanderungsbewegung kam eben erst vor 100.000 Jahren. Ne? Ja, ich nehme an, das kam durch Klimaerwärmungen damals. Dann wurden also, oder Klima oder Abkühlungen, Kann man eins drüber von beiden. diskutieren, wird ja alles diskutiert, Ja, genau. da wurde also dann ich meine, das ist auch wieder logisch. Wenn also Ja. ein Lebensraum immer lebensfeindlicher wird, dann wandert man weiter und dann stellt man fest, wenn ich weiter nach Süden oder Norden gehe, da ist es freundlicher, dann ziehe ich dahin. Aber wissen Sie, in welchem Tempo die gewandert sind, laut der Forschung, laut Professor Friedemann Schrenk? Wissen Sie, wie schnell die gewandert sind? Ich würde sagen, ich schätze mal etwa 5 Kilometer pro Jahr. Oh ja, man sagt so ungefähr alle 20 Jahre vielleicht 5 Kilometer. Ja, wenn Sie alle 20 Jahre, wenn Sie 100.000 Jahre wandern können und alle 20 Jahre, dann haben Sie also 50.000 Kilometer können Sie, damit können Sie über die ganze Erde wandern. Also man spricht davon, es waren eigentlich nie Wanderungen, sondern es waren Ausbreitungsereignisse. Ja, das Ja, heißt man ja. muss ja auch bedenken, Lebensspanne war ja auch sehr kurz. Die war ja durchschnittlich vielleicht 25, 30 Jahre lang. Dafür gibt es in der Paläoanthropologie keinen Hinweis. Wir wissen nur, dass im Mittelalter aufgrund der schrecklichen hygienischen Verhältnisse und der schrecklichen Kriegsverhältnisse und der schrecklichen Ernährungssituation völlig vitaminarme Getreideernährung oder was auch immer. Dort hatten wir diese ganz kurzen Lebensspannen. Aber schon wenn Sie vor 2000 Jahren anschauen, da gab es einen Verwandten von Seneca, der wurde problemlos 90 Jahre alt. Also das heißt, die These der Naturwissenschaftler, nämlich dass es sein könnte, dass wir vor 400.000 Jahren in der Größenordnung von 127 Jahren Lebenserwartung gehabt hätten, eher weniger, weil wir wissen ja auch, Bonobos haben noch nicht die 100 erreicht und so weiter, ja. Also, aber irgendwo schon eine relativ große Größenordnung. Das ist zumindest eine Sache, wo man sagen kann, auch da wollen wir den Denkraum öffnen und sagen, wir haben gar keine Daten darüber, dass die vor 400.000 Jahren nur 30 Jahre alt wurden. Da haben wir gar keine Hinweise für. Das ist interessant. Ja, also es war ja so, es gab ja keine medizinischen Behandlungen, aber die muss ja erstmal notwendig sein. Wenn ich mal auf mein Halt, eigenes Vorsicht, Leben Vorsicht, blicke, ich hatte nur medizinische einmal mir Behandlung. Knochen gebrochen, das war Ja, beim Skiunfall. Ich ja. glaube, die Urzeitmenschen sind nicht Ski gefahren. Nee. Wir hatten keine Autounfälle. Da gab es vielleicht mal die Sepsis. Dann gab es natürlich das Problem mit den Zähnen. Die Zähne wurden nie gereinigt und ist auch die Frage, ne? Aber Vorsicht, Vorsicht, Professor Friedemann Schrenk führt an, dass vor 170.000 Jahren die ersten Bestattungen stattfanden und das könnte zeitgleich mit den ersten Schamanen gewesen sein, den ersten Frühärzten, ja, vor 170.000 Jahren, ja. Das heißt, das ist ja auch so eines der Hauptargumente der Evolutionsbiologie. Der Kapitalismus und die Marktwirtschaft hatte unendlich Zeit, eine ungeheure Schädlichkeit zu entfalten und konnte eine unheimliche Anhäufung von Irrtums, also von gewinnbringenden, profitbringenden Irrtümern zur Folge haben, und deswegen ist es für Naturwissenschaftler wichtig, mal den Denkraum zu öffnen. Ja, vielleicht war der erste Früharzt vor 170.000 Jahren schon. Ja? Verstehen Sie, das geht immer um Denkräume zu öffnen. Wir können das nicht beweisen, aber die Daten von Professor Friedemann Schrenk weisen in diese Richtung.
Ja, das ist so ein Bild, das nutze ich immer bei meinen Präsentationen. Wenn es um Economy for Mankind geht, dann zeige ich immer zwei Bilder, die ich nebeneinander stelle. Da sind also zwei Menschen Sind aus das der die Bilder, Bronzezeit die, vor 50. soll ich jetzt aufschlagen? Haben Sie das Bild geschickt? Nein, habe ich nicht geschickt. Also, nee, dann ist da. Ja, das ist ein Bild von zwei Menschen in der Bronzezeit, sagen wir, vor 5000 Jahren oder vor 7000 Jahren, und das andere ist ein Computerchip. Und die menschliche Evolution, die hat sich seitdem extrem flach weiterentwickelt, während die technische Revolution ja rast, geradezu exponentiell rast. Und diese Schere zwischen dem, was ein Mensch leisten kann und was ein Mensch leisten soll, die reißt ja immer weiter auseinander. Und da haben wir auch das sogenannte Mismatch. Also das, was am Arbeitsmarkt verlangt wird und das, was ein Mensch einfach leisten kann, das reißt immer weiter auseinander. Und deshalb gibt es ja auch, das ist einer der wichtigsten Faktoren für Arbeitslosigkeit, weil eben nicht jeder Bergmann zum Beispiel zum Physikprofessor taucht oder zum Chip-Spezialisten. Oder jeder, was weiß ich, der heute noch Lehrer ist, der kann jetzt nicht irgendwo den nächsten genialen Code schreiben. Also, da sind wir uns einig. Ja. Ich zeige gerade mal. Und das heißt, die Menschen vor 20.000 Jahren, die waren wahrscheinlich genauso intelligent wie wir. Die hatten noch nicht die Erfahrung, die Mittel, und wir sind ja auch nur angeblich so intelligent, weil wir zur Schule gegangen sind, weil wir das von unseren Vorgenerationen vermittelt bekommen haben. Aber wenn wir bei Null anfangen müssten, wenn wir eine Zeitreise machen würden, ich glaube, wir würden also als Baby geboren werden vor 7.000 oder 10.000 Jahren. Da würde niemand sagen, boah, das ist aber ein intelligentes Kind, und wir hätten auch keine dolleren Ideen als die anderen. Und wenn umgekehrt eine Zeitreise möglich wäre und jemand käme aus der Bronzezeit hierher und würde als Baby hier geboren, da wird auch keiner einen Unterschied bemerken. Also so langsam ist die Evolution. Genau, ich stelle jetzt nur mal dagegen, was es für Hinweise in der Naturwissenschaft gibt. Also das ist kein großer Unterschied zu dem, was Sie sagen. Nur ich versuche das mal so, wie die Naturwissenschaft mittlerweile, was sie an Hinweisen hat. Sie hat also die Hinweise, dass wir also in der Zeit ungefähr vor 13,8 Millionen Jahren bis vor, sagen wir mal, 6 Millionen Jahren, 5 Millionen Jahren, da haben wir es ja schon dann, 4, 3, da kommen wir ja schon in den Australopithecin-Bereich rein, ja, da haben wir so ungefähr auch so 400 Milliliter Gehirnvolumen, ja, und wir wissen aus der Forschung, dass das Gehirnvolumen natürlich eine gewisse Korrelation mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Gehirns auch hat, also mit der sogenannten Intelligenzleistung korreliert ist, ja, weil eben ja sozusagen DNS hat ja die unangenehme Eigenschaft, dass sie eine Lotterie ist sozusagen, dass also das Genom ein Mutation und Selektion, Neukombination, Vireneinfluss und so weiter und dass ständig genetisches Material lotteriemäßig durchgespielt wird und dass deswegen angeblich ja auch heute zum Beispiel das Gehirnvolumen bei Erwachsenen schwankt zwischen 0,9 Liter, also circa 1 Liter angeblich, ich kann es jetzt nicht nachprüfen, und 2 Liter Hubraum, also 2 Liter Volumen, Hubraum, Motorleistung im Kopf. Ja? Und dass wir also dann vor 2,5 Millionen Jahren, ja, da müssten wir wahrscheinlich schon 800 Milliliter gehabt haben, denn es ist halt so, die große, also Gehirne können aus naturwissenschaftlicher Sicht nur größer werden, wenn wir Hände haben, mit denen wir manipulieren können, weil wir dann mit dem größer werdenden Gehirn können wir mit den Händen Technik herstellen, die uns mehr Nahrung bringt, und damit können wir das größere Gehirn, die Last des größeren Gehirnes ernähren. Ja? Und so wuchs dann natürlich nach Erfindung der Technik das Gehirn zügig weiter, und wir hatten vor 1 Million Jahren, ich rate jetzt mal, ungefähr vielleicht 1 Liter, und dann hatten wir vor 400.000 Jahren, ich rate mal 1,2 Liter, 1,3 Liter, und dann, die Marktwirtschaft war ja nicht sofort schädlich, oder der Kapitalismus war ja nicht total zerstörerisch, sondern die Schädlichkeit nahm ja, wie man das so asymptotisch zeichnen könnte, ja, heute ist die Schädlichkeit exponentiell steigend, ja, und damals, also umweltzerstörend zum Beispiel, und damals war sie nur ganz milde schädlich, also so ein schleichender Anstieg, sodass wir davon ausgehen müssen, dass, in der Naturwissenschaft eben davon ausgehen müssen, dass sozusagen
das Gehirn tatsächlich bis vor 40.000 Jahren auf ein Maximumanstieg von durchschnittlich 1,5 Liter Hubraum. Und das Interessante ist, dass wir heute nur noch 1350 Milliliter haben. Das heißt, dass wir durch den Einfluss des Kapitalismus und den Einfluss der Marktwirtschaft 150 Milliliter Intelligenz verloren haben. Weil meine These wäre, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist so schädlich, dass sie nicht nur über Toxine in das Gehirn eingreift, ja, sondern auch über Fehlsteuerung im genetischen Bereich auch zur Gehirnverkleinerung mit beigetragen hat. Also eine toxische Gehirnverkleinerung und eine ernährungsbedingte Gehirnverkleinerung und so weiter. Ja, also alles kommt zusammen. Dann hätte ich eine Antithese. Ja, sagen Sie. Also zum einen muss man Quantität und Qualität von Hirnen unterscheiden. Also eine Gehirnmasse sagt nicht viel aus, kommt darauf an, was man damit macht. Frauen haben ja ein kleineres Gehirn, die sind ja deshalb nicht dümmer, sondern die haben einfach, es kommt mehr auf die neuronalen Strukturen an, wie fein ist das vernetzt. Und es kommt auch darauf an, wie trainiere ich das. Es geht mehr um die Qualität eines Hirns als die Quantität. Ja, die Frauen haben einen etwas kleineren Körper und deswegen automatisch, es gibt immer eine Korrelation auch zwischen der Körpergröße und dem Gehirnvolumen, denn sie brauchen für einen etwas größeren Körper einfach auch mehr Gehirnsubstanz. Das ist automatisch so. Also sind Frauen eben nicht dümmer, sondern sie haben manchmal den etwas kleineren Körper und dann ist ihr Gehirnvolumen etwas kleiner, aber sie können genauso intelligent sein wie die Männer. Das heißt, der eine Punkt ist die Qualität des Gehirns. Ja. Also es geht nicht um Quantität. Ja. Es gibt ja auch viele kleine Hunde, die sind schlauer als große Hunde mit einem größeren Kopf. Also das, oder nehmen wir Elefanten, Wale und kleine, intelligentere Tiere. Also da sehe ich jetzt nicht die 1-zu-1-Korrelation. Und die zweite Antithese ist sowieso den Kapitalismus, den gibt es eigentlich erst seit 200 Jahren. Und vorher hat da gar nichts gewirkt. Also ja, Geld, das gibt es schon ungefähr seit den Babyloniern. Das gab es im alten Ägypten und das ist also schon ungefähr 5000 Jahre alt, das Geld. Naturwissenschaftliche Hinweise, 35.000 Jahre alt, geldähnliche Dinge. Muschelgeld. Ja, es gab das berühmte Kerbholz, wo man also Verpflichtungen dann eingekerbt hat, wo man Holz geteilt hat und der eine hat eine andere. Dann gab es Korn Geld. Als Geldersatz und so weiter. Bis dann die Münzprägung kam, also das ist ja schon tausende Jahre alt, aber es gab keinen Kapitalismus, den gab es nicht. Und der entstand erst, da empfehle ich das Buch von Ulrike Herrmann, Der Sieg des Kapitals, das hat sie da sehr schön analysiert. Mit der habe ich sogar telefoniert, ja. Schade, dass sie keine Sendung gemacht hat mit uns, ne? Ja, die ist stark nachgefragt und ich habe auch mal sie angeschrieben, aber sie hat noch nicht mal geantwortet. Ja. Ich habe mit ihr wenigstens mal telefonieren dürfen. Ah, okay. Ich habe mehrere Bücher von ihr, also die analysiert sehr gut, aber sie sieht da also völlig schwarz, was den Kapitalismus angeht. Der ist nicht reformierbar und so weiter, das sehe ich anders. Es kommt darauf an, wie man das macht und dann springen wir wieder zurück zum Anfang dieses Gesprächs. Ich weiß, dass ich nichts weiß, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen und mich fragen immer wieder Leute, wenn ich also denen mal so Dinge erkläre, wie ich die sehe oder wenn ich zum Beispiel dieses Wirtschaftssystem, das ich entwickelt habe, den erkläre, dann frage ich mich, was hast du eigentlich für ein IQ? Dann sage ich denen, ja, ich wurde zwar schon ein paar Mal getestet, also dreimal, um genau zu sein, und es reicht nicht ganz für Mensa, ja, aber ich bin jetzt nicht gerade doof, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der ein Computer... Ich war mal bei Mensa, wir waren die nicht intelligent genug. Ja, das ist auch so eine sehr einseitige Definition von Intelligenz. Ja. Also geht es da mehr um Mathematik, um Mustererkennung und sowas in der Art. Der Unterschied bei mir ist, ich bin einfach freier. Klugheit und Intelligenz. Klugheit und Intelligenz korrelieren nicht eins zu eins miteinander. Ja, ja, oder Weisheit, ja, ja, genau, das sind verschiedene Dinge. Und ich bin einfach offener, ich bin skeptischer, ich bin kritischer und ich denke mehr selber und ich bin sozusagen im unbetreuten Denken. Ich habe einige Hochintelligente bei einer Fernsehsendung, wo ich aufgetreten bin, habe ich einen Hochintelligenten, ich wurde da auch so als Genie in einer Sendung mit vorgestellt. Und da war jemand, der mit Zahlen unmögliche Dinge konnte, aber der war dumm in jeder anderen Hinsicht. Der hatte bestimmt einen hohen IQ, aber er war lebensdumm. Ne? Ja, ja, also mein IQ ist hoch, aber nicht sehr hoch. Ich bin kein Genie. Ich bin einfach nur offen. Ja. Und jeder, der offen ist, also gerade die Leute, die zum Beispiel hier bei uns bei Economy for Mankind mitmachen, die haben alle eine Gemeinsamkeit. Die sind alle offen.
Und die sagen sich, ich gehe also nicht von irgendeinem Paradigma aus, sondern zum Beispiel, wie muss eine Wirtschaft optimalerweise sein? Ja. Wie muss die Wirtschaft sein, damit sie, zum Beispiel, die muss im Grunde genommen allen Menschen dienen. Die Wirtschaft muss den Menschen untergeordnet werden. Genau, da kommen wir jetzt ja gleich hin. Ich würde aber vorher, bevor wir jetzt direkt da dann weitergehen, nur noch eine Kurve, ein Bild zeigen. Erinnern Sie sich an die gaußsche Normalverteilung? Bayesian oder so heißt das Bild. Ja. Das blaue Bild. Ja, die gaußsche Normalverteilung kenne ich. Wenn Sie die aufschlagen gerade kurz. Das ist halt, Sie haben nämlich was Wichtiges angesprochen, dass die Menschen halt verschieden sind und nicht aus dem Lehrer plötzlich ein Supergenie der Computerentwicklung wird, so ohne weiteres sozusagen. Das ist halt einfach für die Naturwissenschaft ist so, dass die größte Leugnung in der Menschheit die Leugnung ist, dass es nicht nur bei der genetischen Lotterie Menschen gibt, wenn also zwei Eltern sind zum Beispiel 2 Meter groß, ja, rechts in der Normalverteilung, extrem groß, ja, 2,30 Meter ist, glaube ich, das Maximum bei Menschen, ne? Und jetzt sind die beide 2 Meter groß und die werden natürlich Kinder haben, das eine wird 1,80 werden als Erwachsener, 1,90, 2 Meter, 2,10 Meter, 2,20 Meter, ja, das streut also immer in ganz seltenen Fällen kann es auch mal einen Ausreißer geben. Und wenn auf der anderen Seite, da haben wir 2 Eltern, die sind beide 1,50 groß, ja? Und die Kinder werden so 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70 sein. Eventuell auch mal ein Ausnahmeausreißer durch eine Sondermutation, ja? Aber das heißt aber ganz klar, dass es auch beim Gehirn gilt, denn jetzt kommen wir zu der entscheidenden Beweisführung. Sie haben nämlich eben etwas gesagt, was wissenschaftlich die Evolutionsbiologie, deswegen ist die nicht ganz unwichtig, widerlegt hat. Die sagt, es muss eine hohe Korrelation zwischen relativem Gehirnvolumen, also wir haben ja eben gesagt, großer Mann braucht auch großes Gehirn, großer Wal braucht großes Gehirn, das muss nicht direkt mit der Leistungsfähigkeit korrelieren, weil er einfach das große Gehirn braucht, um seinen Körper zu verdrahten, elektrisch, ne? Seine Sensoriken zu verdrahten. Dafür braucht er Gehirnsubstanz. Also, aber jetzt nehmen wir an, wir haben einen gleichmassigen Mann und eine gleichmassige Frau. Und wenn dann der eine sozusagen 1,1 Liter Volumen hat, der andere 1,7 Liter Hubraum hat, dann muss das auch einhergehen damit, dass das 1,7 Liter Gehirn auch leistungsfähiger sein muss. Warum? Weil eben, Beispiel, Sie flüchten vor einem Säbelzahntiger zu Zeiten des Australopithecus. Ja? Und wenn Sie einen Wasserkopf am Gehirn rumtragen, der zwar groß ist, das Gehirn ist groß, taugt aber nicht von der Schaltungsqualität, ja, ist kein guter Prozessor sozusagen, dann rennen Sie mit Übergewicht rum. Und mit Übergewicht werden Sie mit einer größeren statistischen Wahrscheinlichkeit gefressen und sterben aus. Also neigen die Gehirne in der Evolution da immer darauf hin, dass das Verhältnis zwischen Größe und der Effizienz, dass also jedes Gehirn, egal welche Größe es hat, auch immer einen hohen Effizienzgrad haben muss. Der schwankt natürlich minimal, wie alles in der Evolution, aber es kann nicht sein, dass ein großes Gehirn schwach leistungsfähig ist, weil das in den letzten Millionen von Jahren immer zuverlässig ausgestorben worden wäre und das bis vor kurzem noch, denn wir haben, dass wir eine Selektion nach Gehirn haben, das hat ja erst vor kurzem geendet. Hm? Ja, da nehme ich mal behinderte Menschen, also geistig behinderte Menschen, ja. Die wären ja vor nicht allzu langer Zeit verloren gewesen, also jetzt in Äonen mal gedacht. Die hätten ihre Mütter ausgesetzt. Ja, zum Beispiel. Und wenn sie nicht gleich schon nach der Geburt getötet worden wären. Ja, angeblich haben die Mütter nicht aktiv getötet, sondern so ausgesetzt. Der Moses schwamm auf dem Nil in einem Körbchen. Mütter sind genetisch angeblich darauf programmiert, in einem kurzen Zeitfenster nach der Geburt zu entscheiden, ob sie dieses Kind annehmen wollen oder aus irgendwelchen Gründen nicht annehmen wollen.
Und in dem Fenster haben sie die Freiheit, unter Schmerzen sich von dem Kind zu trennen. Das sieht man auch bei den Aipo auf Neuguinea zum Beispiel, hat man das überall immer wieder gefunden. Menschen, Frauen haben ein Fenster der Verabschiedung von unpassenden Neugeborenen. Für mich unvorstellbar, aber... Ja, für uns alle unvorstellbar, wirklich. Weil wir ja in einer sogenannten marktwirtschaftlichen Medizinethik aufgewachsen sind, in der ja jedes Leben sogar schon vor der Geburt mit Operationen gerettet werden sollte. Ja, ich denke jetzt mal eher an das Thema bedingungslose Liebe. Also ich hatte mal einen deutschen Religionslehrer, Wilhelm Giesek hieß der, am Helmholtz-Gymnasium Essen, und der hat mal mir den schönen Satz oder uns allen den schönen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob er von ihm stammt oder ob er jemand zitiert hat, die selbstlosesten Menschen sind Eltern. Das heißt nicht, dass alle Eltern selbstlos sind, aber es gibt niemanden, der selbstloser ist als Richtig. Eltern. Das Evolutionsbiologen sagen da, genau so ist es. Denn Eltern opfern ja ihr halbes Leben für die Kinder, ne? In der Natur. Nicht nur ihr halbes, sondern die meisten, mich eingeschlossen, die würden ihr Leben opfern für ihr Kind. Ja, ja, ja. Das ist ganz natürlich. Ja, also das ist für mich gar keine Frage. Ich habe zwei Kinder und das ist, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Das machen auch eben die berühmten Löwenmütter, die also ihr Kind verteidigen. Übrigens aber auch nicht absolut. Denn wenn ein neuer Revierinhaber kommt und der getötet hat, sozusagen, ich sehe nur gerade hier die Anzeige bei der Kamera. Wir sollten einfach vorangehen, weil wir haben ja keine großen Dissens. Ja, genau, wir kommen zu sehr von Hölzner-Stöckchen. Es ist schön, mit Ihnen zu sprechen. Wir können wahrscheinlich tagelang quatschen, aber wir wollen die Zuschauer auch nicht langweilen. Nee, wir sollten zügig voranschreiten jetzt. Ja. Und zwar nochmal, ich gehe nur noch mal ganz schnell, also wir sind jetzt gewesen praktisch bei 400.000 Jahren. Und jetzt ist so die Sache so, sagen Sie doch mal mit zwei, drei Sätzen, wie sieht sich die Entstehung der Marktwirtschaft, Sie haben ja eben gesagt, für Sie ist der Kapitalismus definiert als ein späteres Phänomen, ja, und wie Sie so Tauschhandel und Marktwirtschaft, sehen Sie da schon irgendein Problem, als das entstand? Wie ist das in Ihrem Weltbild? Das ist ein fließender Prozess und da verweise ich immer gerne auf Ulrike Herrmanns Buch Der Sieg des Kapitals. Also wenn man mal zurückgeht auf das Entstehen von Geld, auf Tauschhandel, dann stellt man immer wieder fest, es gab dann zwar Geld, aber es gab kein Wachstum. Es gab überhaupt kein Wirtschaftswachstum. Und Wirtschaftswachstum ist zum Beispiel ein Problem. Das größte Problem, das dieser Planet überhaupt hat, mit Riesenabstand, das sagte schon 1978 Heumer von Ditfurth in seiner Sendung Querschnitte. Da gab es so einen Zweiteiler, der hieß Der Ast, auf dem wir sitzen. Wenn man also das mal eingibt, Heumer von Ditfurth, Der Ast, auf dem wir sitzen, in YouTube sieht man diesen Zweiteiler, hervorragend. Dann sagt er also, Klimawandel, CO2-Problem, große Problem, aber das ist überhaupt gar nichts gegen die Bevölkerungsexplosion. Ja. Und die Bevölkerungsexplosion, dann sagt dann zum Beispiel der, wie heißt der schwedische Mathematiker noch? Ah, ich komme nicht drauf, ganz bekannt. Nee, aber Bevölkerung ja, der sagte jedenfalls, ja, das ist alles kein Problem, alles wird überschätzt, einig. Das wird sich irgendwie bei 10 bis 11 Milliarden einpendeln. Ja. 10 bis 11 Milliarden Menschen sind eine riesen ökologische Katastrophe. Ja. Und dieses ganze Wachstumsproblem, das wird ja komplett ignoriert. Richtig. Und das kam es mit dem Kapitalismus. Es gab also im Mittelalter kein Wachstum. Ja, es gab also in der Aufklärung gab es kein Wachstum. Ja, im ganzen Merkantilismus gab es kein Wachstum. Der kam erst mit der Erfindung der Dampfmaschine und mit dem Einsatz von Technologie. Ja. Die hat wiederum enorme Produktivitätssteigerungen möglich gemacht. Ja, ja. Es gab ja früher schon zu Zeiten, ich denke jetzt mal an die Medici und diese ganze Florentiner und venezianischen Gesellschaften, da gab es den Kredit zum Beispiel auch in sehr großem Maße. Sie sind schon viel zu weit vorangeschritten. Ich würde Ihnen gern unser naturwissenschaftliches Modell der Erklärung der Überbevölkerung, Entstehung von Überbevölkerung und von Entstehung von Akkumulationssucht und Machtsucht in der Menschheit, das würde ich Ihnen ganz kurz an dem Schaubild zeigen. Gehen Sie mal auf das Schaubild mit den Evolutionsverläufen dieses Bild, das heißt MGEAT. Ganz neu. Ja. Ja. Und nur ganz, ich mache es so schnell es geht, weil die Zuhörer kennen das in- und auswendig, die Zuschauer. Ja. Der erste Früharzt und Frühhändler, links, ganz links unten in der Ecke,
lebte noch in Welten der Wahrheiten. Ne? Und er sagt den Leuten, es ist ja toll, dass ihr in den Kommunen so viel schmust, dass ihr alle in den Kommunen gemeinschaftlich lebt, dass die fähigen Männer euch alles schenken und euch den richtigen Weg zu den Früchten weisen und euch alles schenken und dass die Frauen und Kinder beschenkt werden und dass ihr euch alle so lieb habt. Und dass ihr auch diese moderne Nahrung nicht esst, die so künstlich ist, diese denaturierte, da habt ihr alle ein starkes Immunsystem und braucht mich als Heiler gar nicht. Und ich verkaufe euch auch nur und vertausche euch auch nur die herrlichsten, reifsten Naturprodukte und so weiter. Und vielleicht mal eine Steinaxt, aber nur nicht zum Krieg, sondern nur zum Ernten von Früchten im Boden oder aus den Bäumen und so weiter, ja. Und dann kommt aber notwendig, unter Bedingungen des Tauschhandels, der Krallschen Marktwirtschaft, Sie wissen ja, Dr. Markus Krall ist der Chefideologe der freien Marktwirtschaft, des Neoliberalismus in Deutschland. Das ist zu viel der Ehre, das Krallsche Marktwirtschaft zu nennen. Also da würde ich eher sagen, die alte österreichische Schule. Ja, die Hayek'sche. Hayek, Mises. Von Mises Schule, ja. Und so. Und jetzt muss dann hier rechts, also wenn Sie unten links sind und unten rechts ist doch ein anderer Mensch quasi. Und das ist jetzt der erste Frühheiler oder Früharzt und Frühhändler, der sich irrt. Und der jetzt, ich übertreibe jetzt mal ganz maßlos, der sagt, ach, ist das eklig, dass ihr so miteinander schmust und so viel Sex habt und dass ihr so in Kommunen lebt, ist das widerlich, das ist ja unkeusch, das ist unmoralisch, außerdem infiziert ihr euch da mit Krankheiten und so weiter, das ist schrecklich, damit müsst ihr aufhören, ja, sozusagen. Und dann sagt er auch noch, nein, also sozusagen, dann erzählt er noch Geschichten von angeblichen Überfällen, sodass er dann mehr Steinäxte verkaufen kann. Und so kurbelt er seinen Verkauf an und die Leute essen das, die ungesunde Nahrung, die er liefert, essen die Leute, werden chronisch krank und dann kann er denen Behandlungen verkaufen, Heiltränke, heutzutage Impfungen und Tests und Bestrahlungen und Operationen verkaufen. Dadurch kann er im Gegensatz zu dem anderen Händler zwei Kinder ernähren. Auch innerhalb der Gruppe spielt das schon eine Rolle. Wer die meisten Geschenke macht, hat den meisten Zugang zu Eizellen in der Natur. Ja? Und dann hat er zwei Kinder, eigene Kinder, genetisch eigene Kinder und danach drei eigene Enkel, zwei Urenkel. Und daraus entsteht eine moderne Großfamilie an Medizinprofessoren. Und zu dieser Medizinfamilie gehört Professor Drosten und Professor Wieler. Ja? Und die sind jetzt voll von gewinnbringenden Irrtümern, aufgrund derer sie auch die Erreger überschätzen und sozusagen. Und dann kam es zur Spaltung. Also die Mütter wurden ja durch diese Körperfeindlichkeit angehalten, weniger zu stillen. Und wenn sie die Kinder weniger stillen, sozusagen, kommt es nicht mehr zur Geburten, zur Empfängnisverhütung auf natürlichen Wege, sie kriegen zu viel Kinder und sofort startet die Überbevölkerung. Also die Überbevölkerung kommt aus der Körperfeindlichkeit, sozusagen, nach dieser Theorie jetzt. Ja? Und das führt dann dazu, dass auch dann spalten sich die Männer ab aus den Gruppen, und zwar zwei Gruppen. Die klugen Männer spalten sich ab und werden zu Akkumulateuren, werden selber Händler, und werden zu Akkumulateuren und zu Machtsüchtigen. Und das ist die Spaltung, die Abspaltung der Reichen sozusagen. Und die dummen Männer werden zu Kriminellen, die spalten sich ab in die Kriminalitätsschiene und rauben und vergewaltigen dann die Frauen und so weiter. Ja? Also da haben wir dann die Verbrecher sozusagen. Und diese Spaltung beruht alles auf der Marktwirtschaft selber, weil die Marktwirtschaft in sich schon dieses gewinnbringenden Irrtümer beinhaltet, und die gewinnbringenden Irrtümer bedeuten eine Gehirnwäsche für alle heutigen Menschen, und diese Gehirnwäsche zerstört unser aller Leben, macht uns konsumsüchtig, denn wir brauchen jetzt, wo wir sexuell unbefriedigt werden, unterbefriedigt werden, einen zu geringen Endorphinhormonspiegel haben, brauchen wir zu viele Konsumgüter, und es beginnt ein unendlicher Raubbau an der Erde, also Überbevölkerung gekoppelt mit unendlichem konsumsüchtigen Raubbau an der Erde, bedeutet das Todesurteil für die Erde. Das ist das Grundmodell. Mhm. Sehen Sie da was grundsätzlich ganz anders?
Ja, doch, einiges sehe ich da anders. Also zum einen diese Konsumsucht, die sehe ich eher bei denen, die alles haben, die also wirklich reich sind, die wissen ja gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Also die meisten haben keine Konsumsucht. Das sind ja kleine Dinge. Ist das Konsumsucht zum Beispiel, wenn man gerne reist? Ich reise zum Beispiel gerne. Ich kann mir jetzt nicht leisten, jedes Jahr eine Weltreise zu machen, aber ich bin auch noch nie mit einem Kreuzfahrtschiff gefahren und der letzte Flug, mein letzter Flug, wann war der? 2012. Seitdem bin ich nicht mehr geflogen. Ja, also ich reise gerne, ich mache gerne Urlaub. Ist das jetzt Konsumsucht, gerne Urlaub zu machen? Sehe ich eher nicht. Ich reise gar nicht mehr, ich heize nicht mehr, ich esse nur noch Pflanzen im Wesentlichen. Ja, also ich bin eigentlich der Perfekte für die Nico Pech, Klimabewegung, würde wäre ich der Perfekte Leber. Aber um es abzukürzen, weil die Anzeige ist eben schon auf Warngelb, Warnorange jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Und einfach nur unser Modell zu Ende gesagt, heißt eigentlich nur, wir könnten zum Beispiel, ich mache nur ein Modell von 100, weil ich will es ja abkürzen wollen, mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme könnten wir also die gewinnbringenden Irrtümer sofort beenden, weil es gibt dann einfach nur noch Verdienstzuschläge für Leute, die das Wohlbefinden und die Gesundheitsdaten ihrer Kunden messbar verbessern. Also hört sofort der Lebensmittel, also der Ernährungsvergiftungshandel auf und stellt sich um auf reine, auf Bodenreinigung, auf naturbelassene Permakultur und ähnliche Dinge. Und also all dieser Müll hört auf und die ganzen Ärzte fangen an, die Leute wieder hin mit Gesundheitskommunen zu betreuen. Und wenn sich dann einzelne kommunistische Lebensformen daraus entwickeln, wird der Arzt nichts dagegen sagen, weil er sagt, ja, das ist ja vielleicht auch unsere Urform gewesen. Ja, vielleicht, wenn sich religiöse Gemeinden entwickeln, auch gut. Wenn sich monogame Kulturen entwickeln, auch gut. Alles kein Problem, alles freiheitlich, sozusagen völlig frei. Aber wir müssen quasi, und dann kommen auch wieder die Milliardärskönige, die geliebten Milliardärskönige, kommen wieder zurück in die Kommunen, helfen wieder den Kommunen. Es entspringt eine Welt der Wahrheit und wir haben dann den Kapitalismus überwunden, weil dann die reichen Männer ihr Geld, ihr Vermögen wieder an die Frauen und Kinder verschenken, wie das die Bonobos heute noch tun, jeden Tag. Und wir es vor 400.000 Jahren mit aller Wahrscheinlichkeit auch jeden Tag getan haben. Dann geht die Schere zwischen Arm und Reich zusammen. Es gibt gar keine Armen und Reichen mehr. Wir können vielleicht, möglicherweise wird sogar das Geld abgeschafft, weil es keinen mehr interessiert. Die Staaten werden abgeschafft. Und wir leben wieder wie Bonobos von Kommune, Nachbarkommune, Nachbarkommune, Nachbarkommune. Ein Netz der Nachbarkommunen, der pazifistischen Nachbarkommunen überspannt die Welt. Aber bevor das soweit ist, bevor die ganze Welt aus dem Kapitalismus ausgestiegen werden ist, müssen wir hochleistungsfähig bleiben, um eben das Schicksal der nordamerikanischen Indianer nicht zu erleiden, nämlich dass wir einfach abgeschlachtet werden, weil ein kapitalistischer Staat uns einfach mal eben erobern will. Ne? Das ist die Kurzformel. Das ist schon unser Lösungsweg. Wie ist Ihrer? Das ist ein sehr kommunistischer Lösungsweg, den Sie da haben. Aber kommunistisch hat nichts mit Stalinismus zu tun. Ich weiß, genau. Also Kommunismus wirklich so, wie Marx sich das vielleicht in seinen kühnsten Träumen erträumt hat. Das liegt nicht in der Natur des Menschen. Der Mensch ist, wie ich vorhin sagte, getrieben von zwei Grundmotiven. Gier und Angst, er will mehr haben. Der Mensch will ein schönes Leben haben. Und wenn ihm einer was bietet, was er schöner macht, dann nimmt er das, dann geht er diesen Weg. Ständig haben wir Weggabelungen vor uns, wir können also jeden Tag freie Entscheidungen treffen. Ich halte fest zu sagen, er ist anders als der Bonobo, da hat ein Mann nur ein Ziel, alles den Frauen und Kindern zu schenken. Der hat kein anderes Ziel im Leben. Also, und Sie würden sagen, ja, aber der Bonobo hat kein Bankkonto, der hat kein Portemonnaie, der hat keinen Kühlschrank, der hat keine Regale, der hat nichts zum Aufbewahren von irgendetwas. Ja. Die können also alles, weil es ja auch sofort also verdirbt. Sie würden sagen, wenn der Bonobo diese technischen Möglichkeiten hätte, würde er auch zum Akkumulateur werden. Ja. Sobald genau, es Technik zum Akkumulieren gibt, dann liegt es in der Natur von Lebewesen. Also ich meine, warum halt, Löwen haben keine Kühlschränke, ne, wie man weiß. So, und wenn die was brauchen, dann gehen sie mal eben jagen. Genau, und dann ist es auch näher liegend zu verschenken. Ja. Ja, er kann es ja nicht lagern. Wenn man nicht akkumulieren kann, liegt es näher zu verschenken.
Ja, die Frage stellt sich ja nie, dieser Weg gabelt sich ja nie zwischen Lagern und Nichtlagern. Es gibt keine Möglichkeit für einen Löwen zu sagen, auch diese Antilope, die hebe ich mal auf und ich sammle jetzt Antilopen und habe einen Riesenberg von Antilopen da liegen. Die verschimmeln ja, beziehungsweise die verwesen. Die werden ungenießbar. Das geht ja überhaupt nicht. Jetzt hat aber der Mensch Kraft seiner Intelligenz die Technik geschaffen und die Technik gibt ihm die Möglichkeit, Dinge aufzubewahren. Und sobald ich das habe, sobald ich das Konzept von Eigentum einmal habe und die Technik habe, das umzusetzen, dann liegt es in der Natur des Menschen. Ich will immer auch nehmen wir mal diese Grundbedürfnisse, ne, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide. Bedürfnispyramide, Ja, selbstverständlich, ja. da habe ich ja die Grundbedürfnisse drin. Ich möchte immer Sicherheit haben, dass ich immer was zu essen habe, dass ich immer ein Dach über dem Kopf habe. Der Mensch hat in sich drin den Wunsch nach Sicherheit, nach materieller Sicherheit. Und die kann man ganz im Sinne auch der Jäger und Sammler, die kann man auch nicht sammeln, gewinnen, diese Sicherheit, indem man dann anfängt, Dinge zu horten, ne? Getreide zu speichern, damit ich über den nächsten Winter komme und. Ja, Eichhörnchen sammeln Vorräte an. Ja, Die ich fasse verschenken zusammen. ihre Haselnüsse auch Ich nicht, die habe Ihr sammeln. Menschenbild verstanden. Das Ja, unterscheidet sich von dem, der Next Scientist for Future, der ist ja kein Problem. Es ja. unterscheidet sich einfach. Sie haben ein anderes Menschenbild. Ich darf Ihnen nur ein Datum dazu zeigen, damit Sie ein bisschen vielleicht erschrecken. Ich weiß nicht, ob Sie so Fernsehsender wie Phoenix kennen und so weiter. Wahrscheinlich schon. Ja, ich gucke zwar nie Fernsehen, aber Ja, ich oder zeige Ihnen mal extrem ein selten, aber anderes sagt mir was. Bild hier. Und zwar gehen Sie nochmal auf das Bild zurück, wo diese Evolution, wo also die Menschen größer werden, also von Affe zu Mensch vor 40.000 Jahren, der größte Zustand mit dem größten Gehirn und der größten Körpergröße. Und wissen Sie, ab wann es dann richtig bergab ging, wann die nächste, haben Sie das Bild vor sich? Ja. Wann die nächste Figur kam, also der nächste rechts von der Mitte, ja, warum der mickriger und kleiner wurde? Das sei bewiesen. Ab Erfindung von Ackerbau und Viehzucht ging es schlagartig mit der Menschheit bergab. Diese Fehlernährung, monokulturelle Fehlernährung sozusagen, führte schlagartig zum mickriger werden der Menschen, auch natürlich dann auch gehirnmäßig mickriger und so weiter. Die waren einfach fehlernährt, Vitaminmangel und alles Mögliche. Und dadurch, das war der erste große Schritt der Zerstörung der Menschheit, nämlich die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht. Deswegen spricht man ja heute auch von Permakultur, weil man sagt, wir müssen raus aus der monokulturellen Falle. Ja, auch da habe ich eine Antithese. Also, Ja. ich erinnere mich noch damals in der Grundschule, das muss so ungefähr 1972 gewesen sein. Da waren wir in einem Museum und da gab es dann Ritterrüstungen. Und dann dachte ich mir damals, wieso sind die alle so klein? Na, die passen ja schon den etwas größeren Kindern. Ja. Und dann hieß es also, die sind schlechter ernährt gewesen und da war alles kleiner. Da waren die Türen niedriger, da waren die Betten Ja, kürzer, da waren die ja, ja. Rüstungen klein. Alles war kleiner, die Menschen waren erheblich kleiner. Wenn man Ja, sich noch mal schlechter anguckt, ernährt als wir gehen Sie heute. mal in eine, gehen Sie mal in eine Schule heute. Ja. Gucken Sie sich mal 18-Jährige an, wie groß die sind. Wenn ich mal, ich habe ja, also mein älterer Sohn, der ist Milchmast könnte das 21. sein. Kuhmilchmast. Ja, und wenn ich dann sehe, wie groß seine Mitschüler sind, da Ja. fühle ich mich klein. Also wir waren damals kleiner. Das ist ernährungsbedingt. Da Ja. werden die immer größer. Das finde ich sehr bemerkenswert. Das muss ernährungsbedingt sein, weil es genetisch so schnell nicht variieren Ja, das ist würde. ernährungsbedingt, ja. Und man hat ja den dringenden Verdacht, dass die heutige Kuhmilch eben diese Wuchsstoffe, dass das wirklich zu einem rasend schnellen Knochenwachstum bei Kindern führt. Und deswegen warnen ja auch die Next Scientists for Future.de nicht nur vor allen tierischen Produkten, sondern besonders vor Milchprodukten. Das ist aber eine komische Warnung. Groß zu sein ist ja ein Vorteil. Nein, ich weiß nicht, ob das so ein Vorteil ist, denn ich bin selbst sehr lang und ich empfinde das oft als Nachteil. Wie groß sind Sie, wenn ich fragen darf? 1,93 etwa. Ja. Also ich bin 1,81, also wenn ich 10 cm größer wäre, also mein Bruder, der ist 13 cm größer als ich, Ja. ne, das finde ich eine gute Größe. Also ich leide Ja. jetzt nicht darunter, aber Also ich ich möchte habe jetzt mir auch oft nicht Beulen in 1,70 sein. Marburg, habe ich mir oft an der Universität Beulen in den niedrigen Häusern geholt. Und Ja, aber ja. gucken Sie sich die Frauen an, die Frauen lieben größere Männer, Ja, aber generell. die Frauen lieben aber immer nur
relativ größere Männer, ne, im Wesentlichen. Ja, nicht der 2,10 Meter Mann, aber ja. die Frauen mögen lieber einen 1,90 Meter Mann als einen 1,70 Meter Mann. Also Größe ist, ja ist ein evolutionärer Rest, Vorteil. Das ist der Rest an Geschlechterdimorphismus, der aus gutem Grund ja noch da ist. Aber was ich damit sagen wollte, ist also sozusagen jetzt, gehen wir mal letztendlich weiter. Also das, ich wollte nur damit mal andeuten, dass also aus naturwissenschaftlicher Sicht man sich große Sorgen macht, dass diese Form der modernen, Sie sagen ja marktwirtschaftlichen Landwirtschaft und wir sagen, uns ist das egal, der Kapitalismus, Marktwirtschaft, das ist für uns, wie für Professor Hans-Werner Sinn, den berühmten Volkswirt in Deutschland, sind das praktisch Synonyma im Wesentlichen. Ja? Aber Sie sagen, Sie unterscheiden das ganz bewusst. Ne? Aber jetzt gehen wir mal weiter. Wie sehen Sie jetzt die Ursachenkette und vor allem, ich möchte jetzt ja quasi, dass die Konsumsucht in der Welt aufhört, der Raubbau an der Erde aufhört. Ich möchte wieder in einer Kommune leben. Ich möchte in einer von Ärztekommunen ausgehenden kommunistischen Lebensform leben. Ich wünsche mir dann einen Milliardär dabei, der an uns alle all sein Vermögen nach und nach verschenkt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter. Wir gucken, dass die anderen Staaten auch aus dem Kapitalismus aussteigen. Und dann haben wir eine friedliche Welt und dann können wir die Staatsgrenzen aufgeben, wir können das Geld aufgeben und dann wäre ich glücklich sozusagen, weil dann dieses Kommunenleben, mein Körper sagt mir ganz klar, dass meine Genetik für das Kommunenliebesleben der Bonobos gebaut ist. Nur haben die leider so viel Fell und sehen nicht so hübsch aus wie heute eine Frau, die felllos ist, ne? Ja, fehlt nur noch Uschi Obermeier, dann ist ja. Der Traum perfekt. Ja, aber eben ja, das ist der 68er Traum. Die 68er konnten es nicht, aber sie hatten manchmal richtige Ahnungen. Ich sag immer, ich habe immer ein extra Buch geschrieben darüber, dass es viele Ahnungen ganz gut waren, ja, aber vieles einfach auch nur Irrtum war. Ja. Ja, wir können auch in einen Kibbutz gehen. Ich weiß nicht, wie es da sexuell aussieht, aber was jetzt die sozialistische Grundidee angeht, kommt das dem schon recht nah. Das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, die haben es nicht kapiert. Da gibt es noch einen Ableger in Tamera, Portugal, ja. Und die kämpfen ständig mit Eifersucht, weil sie immer noch nicht sich geistig nicht frei gemacht haben vom Kapitalismus. Und eben immer wieder zurückfallen in Eifersüchteleien und eben diese Gruppen eher nicht richtig hinbekommen. Ne? Die kriegen das einfach nicht hin. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Ne? Liegt nicht in der Natur des Menschen. Sagen Sie, genau, das ist Ihr Menschenbild. Das, das ist auch bei vielen Tieren so. Das ist bei vielen Tieren auch so, ne? Wo bei manchen Tierarten, die bleiben sich ein Leben lang treu und andere wiederum, die suchen sich jedes Jahr einen neuen Partner. Darf ich Ihnen den Spiegel zitieren? Von 100 Arten sind nur eine einzige Art monogam. Nee, es waren 1000. Von 1000 Arten ist höchstens eine Art monogam, laut Spiegel. Alle anderen sind nicht monogam, sondern ja, eher polygam. Also dass der Mensch was Besonderes ist, das ist ja wohl unstrittig, ne? Der Einzige, der... Ich habe auch kein Problem damit. Ich habe ja, genau. Gesagt, wenn aus den Ärztekommunen, also den Gesundheitskommunen der Hausärzte dann sozusagen Gruppierungen oder einfach nur ganz normale monogame Ehepaare entstehen, bin ich auch schon zufrieden. Das habe ich kein Problem mit. Ich will nur anders. Also ich hätte ein Problem damit, meine Frau mit jemandem zu teilen. Ich hätte kein Problem damit, einen ganzen Harem zu haben, aber meine Frau wird mir den Kopf abreißen. Aber Sie könnten dann zum Beispiel in einer religiösen Gemeinschaft mitleben, wo ja dann Monogamie gelebt wird. Ne? Ja, also, aber um nochmal auf das rein Ökonomische zu kommen, also ja. Das wird natürlich ein Armutsmodell. Also der Kapitalismus, der ist ja... nicht zu 100% schlecht, der ist nur schlecht gemanagt. Also den, so wie der Herr Krall einfach völlig oder der Horst Lüning, also oder wie die, sagen wir mal, die Libertären, um das mal weiterzufassen, völlig freizulassen, also den Raubtierkapitalismus, die Welt zerstören zu lassen, das ist ja vollkommen irre. Ich hatte in einem Untertitel meines Buches das Ende des Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus. Genau, da sind wir einig. Ja, aber auch für den Kommunismus, wie sagte mal jemand, für den Kommunismus brauchen Sie Kommunisten. Also unser Modell, übrigens nur ganz kurz gesagt, ist kein Armutsmodell. Wir rechnen mit einem Wirtschaftswunder, dauerhaften jährlichen Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen Euro allein für Deutschland. Wo soll das herkommen?
weil der Kapitalismus verschwenderisch ist, weil er eben, ich mache mal nur ein Beispiel, das sehen wir jetzt ja gerade, gucken Sie sich mal diese riesige Verschwendung an, die kapitalistische Gesundheitssysteme terrorisieren jetzt die gesamte Welt, machen einen unnötigen Lockdown, weil sie die Gefährlichkeit eines Virus überschätzen und ihn für einen Killer-Virus halten. Und dadurch terrorisiert die ganze kapitalistische Medizinindustrie und pharmazeutische Industrie, terrorisiert die ganze Erde in einen wirtschaftlichen Totalverlust hinein sozusagen. Und diesen Verlust würden wir ja, den gäbe es bei uns ja nicht. Hätten wir als RKI das Sagen gehabt, hätten wir gesagt, alle Zahlen weisen darauf hin, dass wir keinen Grund für einen Lockdown haben. Sehe ich auch so, aber das hat ja mit Ihrem Wirtschaftssystem nichts zu tun. Doch, das hängt vom Wirtschaftssystem. Das ist eine politische Entscheidung, das hat ja mit Ökonomie nichts zu tun, sondern wenn Sie einfach sagen, aus medizinischer Sicht, die Daten geben überhaupt keinen Grund her für irgendetwas anderes als bei den vergangenen Influenza-Wellen und Sie halten dann einfach mal die Füße still, machen so wie die Schweden gar nichts. Und die Schweden haben ja weiterhin auch das kapitalistische Wirtschaftssystem. Haben Sie eine Schätzung, wie viel Milliarden die deutsche Wirtschaft jedes Jahr verliert durch Krankheit im Unternehmen aufgrund von Fehlernährung, von Bewegungsmangel, krankmachendem Lebensstil, giftiger Luft, giftiges Wasser, giftige Ernährung, giftige Medikamente? Haben Sie eine Ahnung, wie groß die Verlustsumme ist jedes Jahr angeblich? Ich kann es nicht beweisen. Ne? Ich kann nur die Zahlen wiedergeben, die ich gefunden habe. Na, das sind mehr kalkulatorische Kosten, aber keine Grenzkosten. Das sind keine echten Kosten. Also wenn jemand nicht am Arbeitsplatz ist, ne, der kriegt dann sein Gehalt, tut dann aber nichts, aber da verliert die Firma gar nichts durch. Das sind mehr so Wolkenkuckucksheime. Aber die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt. Darauf kommt es an. Das ist ein Indikator, das sind mal harte Daten. Wie lange leben die Menschen eigentlich? Und die leben immer Wissen länger. Wissen Sie, dass sie gerade sinkt, die Lebenserwartung? Haben Sie das schon gehört? Die sinkt in den USA, nicht in Deutschland, aber in den USA sinkt die durch Armut. In Deutschland wieder. Das muss man differenzieren. Also die Reichen werden immer älter und die immer ärmer werden, die große Mittelschicht, da mag es leicht sinken. Es gibt eine Diskrepanz von etwa 9,5 Jahren zwischen der Upper Class und der Unterschicht. Ich will also allein aus finanziellen Gründen nur kurz die Zahl noch genannt haben. 118 Milliarden werden geschätzt, Totalverlust für die Wirtschaft durch Krankheit aufgrund von giftiges Wasser, giftige Ernährung und giftige Medikamente und krankmachender Lebensstil allgemein. Also giftiges Wasser habe ich in Deutschland noch nie getrunken. Kenne ich nicht. Also das Leitungswasser ist hervorragend. Wir haben wirklich in Deutschland ein hervorragendes Leitungswasser. Also ich habe ja immer, ich habe also zum Beispiel Stories gelesen von Asylanten, die im Asylbewerberheim schockiert waren, als man ihnen sagte, ihr könnt übrigens Leitungswasser trinken. Die sind also in ihrer Heimat gewohnt, dass da praktisch Gift aus dem ankommt. Bei uns ist das Leitungswasser besser als das, was sie im Supermarkt kaufen können. Ja, das angeblich ist das so. Das behauptet John Pütz zum Beispiel im WDR, ja. Ich trinke ständig Leitungswasser, aber angeblich werden die entscheidenden Giftsubstanzen und Hormone gar nicht gemessen. Wie auch immer, die Lebenserwartung steigt generell. Und gerade die Reichen, es ist ja so, dass wir keine Demokratie haben, sondern wir haben eine Oligarchie, auch in Deutschland. Da müssen Sie Professor Dr. Med. Gerd Reuter googeln, sein neuestes Video, seine neueste Fernsehsendung, Internetfernsehsendung. Und er weist anhand der Daten des Statistischen Bundesamts Wiesbaden nach, dass wir seit 3 Jahren durch die kapitalistische Medizin wieder früher sterben. Und seit 25 Jahren nimmt das Alter des gemessenen ältesten Menschen Deutschlands kontinuierlich ab, schon seit 25 Jahren geht es bergab. Ja, das ist bedeutungslos. Was zählt, ist der Median. Aha. Wo liegt der Median? Wo liegt der Median-Lebenserwartung? Das ist genauso wie das Durchschnittseinkommen. Das ist vollkommen irrelevant. Das arithmetische Mittel ist irrelevant, der Median zählt. Ja, ich glaube, wir waren vor einiger Zeit bei 83 Jahren Lebenserwartung, jetzt sind wir bei 80,2 Lebenserwartung, also runtergegangen. In den USA wird das noch viel schneller gehen als bei uns. Die USA sind in weiten Teilen auf Dritte-Welt-Niveau abgerutscht. Also weite Teile sind völlig verarmt in den USA.
durch das kapitalistische System. Soweit sind wir noch nicht. Wir können ja in den USA unsere eigene Zukunft besichtigen. Ja. Wir hängen immer normalerweise so etwa 20 Jahre hinterher. Genau. Da, wo die USA jetzt sind, da werden wir in 20 Jahren sein. Richtig. Und was dabei ganz wichtig sein wird, das ist zum Beispiel die Digitalisierung. Ja. Die wird einen dermaßen großen Lohndruck bringen. Es ist ja nicht so, dass Arbeitslosigkeit das große Problem ist. Arbeit gibt's immer. Oder wie Jim Hightower sagte, Jobs sind nicht das Problem, sondern Einkommen. Ja. Selbst Sklaven haben Jobs. Einkommen sind das große Thema. Und die Einkommen, die stagnieren und sinken für die allermeisten Menschen. Genau. Also sagen wir mal so, gehen Sie doch jetzt mal weiter, weil ich habe ja eigentlich gesagt, wie unser Lösungsmodell aussieht. Ja. Und wie unsere, ich habe die eine Schlüsselreform genannt, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die das ganze System menschenfreundlich macht, Umweltschutz erzwingt, Umweltreparatur erzwingt, alle Probleme löst, Klimaschutz erzwingt, weltweite Lösung, Ausstieg aus dem Kapitalismus weltweit, ja, sozusagen. Das ist unser Modell, unser Lösungsmodell. Die Erde vor dem Kapitalismus retten, die Überbevölkerung reduzieren, da will ich jetzt nicht mehr dazu sagen, aber das habe ich in vielen Sendungen schon gemacht. Wir sind der Meinung, wir müssen die Überbevölkerung reduzieren. Und das ist auch wieder ein heikles Thema, ein hartes Thema, aber idealerweise wollen wir natürlich die Überbevölkerung dadurch reduzieren, dass die Mütter wieder mit Körperkontakt wieder jahrelang wieder in Körperkontakt mit den Kindern stehen und dadurch der Körper wieder das alte Signal bekommt in der Urform, jetzt kein neues Baby, es ist noch eins da. Das war nämlich die angebliche Urform der Steuerung, der Empfängnisverhütung. Bei Kalahari-Buschleuten, die kriegen nur alle 6 Jahre überhaupt ein Baby. Ne? Da haben sie auch keine Überbevölkerung. Also wenn sie alle 6 Jahre ein Baby kriegen, keine Überbevölkerung haben, dann müssen sie ja enorme Kindersterblichkeit haben. Das ist ja in der Natur auch so. In der Natur ist es ja so, dass es da keinen Arzt gibt, der im Mutterleib operiert, sondern die meisten Kinder sind genetische Mutanten, die ein so schwaches Immunsystem haben, dass sie in den ersten Jahren notwendigerweise unter Naturbedingungen sterben müssen. Ne? Ja, das kann ja kein erstrebenswertes Ziel sein. Nö, wenn man das aber nicht will, dann hat man ein Problem mit Überbevölkerung. Das kriegt man aber auf andere Weise in den Griff. Ja, wie? Wohlstand. Ja, aber dann haben Sie wieder Verhütungsmittel und das vergiftet die Frauen. Nein. Also wenn sie, ist schon mal irgendeine Frau an der Pille gestorben, ist schon mal ein Mann an einem Kondom gestorben? Ich glaube nicht. Gerade gab es, vor 2-3 Jahren gab es eine ganze Welle an Presseberichten darüber, dass die neue Generation der neuen Pillen lauter Thrombose-Todesfälle nach sich gezogen hat. Und da gab es große Fernsehberichte, die Personen zeigten, wo die Verwandten gestorben sind an der Pille. Da wissen Sie mehr als ich, weiß ich nicht. Ja, deswegen. Also ich ja, ich sehe also, nur die allgemeine Lebenserwartung und es heißt angeblich, die würde immer weiter steigen. Eine Frau, die ich liebe, der würde ich immer sagen, lass den Finger von jeder Form der Chemie. Ja, um mal, weil Ihre Akku wahrscheinlich gleich am Ende ist. Nee, also ich bin ja auch fertig. Jetzt breiten Sie bitte Ihr Modell aus, wir haben ja noch Bilder von Ihnen. Eigentlich müssen wir dazu eine separate Sendung machen, denn wir sind jetzt wir haben so einen Katalog von Themen abgearbeitet. Wir haben jetzt gerade, ich guck mal, eine Viertelstunde. Ja, ja, also ich sehe eher auch die, oder sagen wir mal so, ein Wirtschaftssystem hat verschiedene Aufgaben und Eigenschaften. Ein Wirtschaftssystem muss die Menschen mit dem versorgen, was sie haben möchten. Ja, das heißt also mit Gütern und auch mit dem Einkommen, um diese Güter zu kaufen. Und ein Wirtschaftssystem muss den Staat finanzieren, damit auch der Staat seine Aufgaben wahrnehmen kann, damit die Infrastruktur aufgebaut und erhalten werden kann. So, das sollte eigentlich unstrittig sein. Jetzt ist auch die Frage, was wollen die Menschen eigentlich? Wollen die wie Nico Pech leben? Ich habe das mal nachgerechnet. Das heißt, er würde ungefähr, oder sagen wir mal, der Global Footprint, den kennen Sie wahrscheinlich. Wenn man den Global Footprint von 1 hätte, dann wären wir etwa auf dem Niveau von Vietnam, Philippinen, Dominikanische Republik. Nico Pech will die Genügsamkeit anempfehlen, hat aber dabei aus unserer Sicht die Rechnung ohne die Konsumsucht gemacht. Ohne die Menschen, würde ich mal sagen, hatte sie gemacht. Genau, da haben Sie das andere Menschenbild. Sie ja, sagen, um das mal fortführen zu dürfen. Gemacht, während wir sagen, der Mensch wird erst zum Zerstörer der Welt im Wesentlichen wegen der Konsumsucht und die ist heilbar.
Ich sehe das so wie Konrad Adenauer: Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Umerziehungslager haben keinen Erfolg, nirgends. Dann gibt es eine Abstimmung mit den Füßen. Ich finde das auch an der Sache vorbei gedacht, dass man sagt, ja, also wir schreiben jetzt hier gesunde Nahrung vor oder bieten das an und überzeugen die Leute, Mensch, lebt doch gesund. Ich lebe hier zum Beispiel hier in Bergisch Gladbach, 4 Kilometer von Köln entfernt. Kenn ich. Und wenn ich das mal ausführen darf, wir haben hier einen Öko-Laden, also einen mit ökologischen Lebensmitteln, einen ganz kleinen Laden. Ja. Mehr gibt es hier nicht. Gut, da kauft auch, da kauft auch fast. Wir sagen ja, wir geben den Leuten nur die Chance für eine andere Ernährung, aber wir würden niemals deren Freiheit einschränken, jeden Tag 20 Gläser Nutella zu essen. Ne? Ja, um also den deswegen gehen, stellen Sie Ihr Modell dar, wir haben noch etwas Zeit. Ja, um den Gedanken, ja, weil da bin ich gerade dabei, wenn ich mal wir aussprechen Wir haben nur ein anderes Menschenbild, das kann man ja aber schon feststellen. Ja, ich, wie gesagt, Adenauer, die Menschen sind, wie sie sind. So, ja, wie sind die Menschen? Die Menschen wollen zum Beispiel lecker essen. Die wollen gerne sich bewegen in ihrem eigenen Auto statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Die wollen gerne Urlaub machen. Die wollen gerne schöne Kleidung haben. Genau. Die wollen gerne Fernsehen gucken und. Und dann wollen die Kinder, und die Kinder sollen verwöhnt werden. Ja. So, diese Kinder sollen Spielzeug haben. Die sollen nicht nur mit einem Stück Holz oder irgendeinem Stein spielen, die sollen auch mal schönes Spielzeug haben. So sind die Menschen. Ja. Das ist keine Konsumsucht, sondern das ist ein Bedürfnis, das ist die Genetik des gut Menschen, zu leben. Würden Sie sagen. Das Bitte? Ist die Genetik des Menschen. So ist die Genetik. Ja, das liegt in der Natur des Menschen, womit wir beim Thema Steinzeit sind. Das ist unsere steinzeitliche Prägung. Wir kümmern uns um unsere Kinder, wir sind selbstlos und wollen für unsere Kinder das Beste. Wir sind aber auch absolut alle Egoisten und wollen für uns alle das Beste. Das, was wir für uns als das Beste sehen. Selbst Mutter Teresa war eine Egoistin, weil sie das gemacht hat, was sie befriedigt hat. Genau, also der Mensch ist von Natur aus ein gesunder genetischer Egoist. Er hat einen gesunden Egoismus, einen Gen-Egoismus. Nein, der ist nicht unbedingt gesund. Ja. Ja, das sehen wir ja an den Superreichen, da ist der Egoismus ja schon aus dem gesunden Bereich heraus. Genau. Ja, und Superreichtum sollte es gar nicht geben, deshalb gehört zu unserem System, da komme ich gleich drauf, ja auch Vermögensbeschränkungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und es ist ein Anreizsystem. Wenn Sie also sagen, wir haben also die freie Entscheidung zwischen ungesunden, leckeren Lebensmitteln und supergesunden, die nicht so toll schmecken, ja, was machen die Leute denn dann? Die kaufen das, was sie wollen. Ja, und wenn die Leute also nicht gesund essen wollen, dann werden sie das nicht tun. Und daran scheitert es schon. Und die werden nicht verzichten. Die verzichten nicht auf ihren Fernseher, nicht auf ihr Netflix, nicht auf Urlaub, nicht auf Auto, nicht auf schöne Kleidung, nicht auf ein Handy. Die verzichten nicht, wenn sie nicht müssen. Und daran scheitert auch Nico Pech. Ja, Nico Pech träumt von einem Menschen, den es so nicht gibt. Wenn ich gut drauf bin, kaufe ich keinerlei, kaufe ich ausschließlich Gemüse, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Öle und so weiter und eigentlich, also ich kaufe praktisch nichts, was eigentlich so die Masse kauft. Ja, und damit sind sie unrepräsentativ. Das finde ich super, also finde ich sehr gut, aber sie sind unrepräsentativ. Ja, nicht repräsentativ. Ja, ja, also da sind sie wirklich die große Ausnahme, aber die große Masse der Menschen, die lebt gerne auf größerem Fuß. Genau, wir halten einfach fest, wir haben zwei völlig gegensätzliche Menschenbilder. Für uns ist das mit der Akkumulationssucht eine Pathologie, die wieder korrigiert werden kann. Für Sie ist es die Natur des Menschen. Ja. Und jetzt breiten Sie Ihr Modell auf. Sie haben die Bühne sozusagen. Denn okay. Ich habe nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja, nach einer Stunde 50 steigen wir jetzt eigentlich in das Thema. So, ich sagte gerade schon, eine Wirtschaft hat im Wesentlichen drei Aufgaben. Die muss die Menschen mit den Gütern und Dienstleistungen versorgen, die die Menschen brauchen oder wollen. Sie muss sie mit der Kaufkraft versorgen, um diese Güter auch zu erwerben. Und die muss den Staat finanzieren, damit der Staat auch handlungsfähig ist. Ist dazu schon ein Bild von Ihnen? Ja. Welches? Das ist das mit dieses Wabenmodell. Also das ist das Einzige, was ich einblenden hier würde. Steht Rente, BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, gehe ich mal von aus, Wohnen, öffentliche Haushalte, Finanzmarkt. Ist das richtig? Ja. Die Zuschauer sehen das jetzt. Ja, okay. Ja, wir brauchen ein Anreizsystem. Also wir versuchen nicht, den Menschen zu erziehen, sondern wir sagen, guck mal, oder wir sagen vor allen Dingen der Wirtschaft, wenn du dies und jenes tust, dann hat das einen Vorteil für dich. Und wir gehen von einem Menschenbild aus, wo jeder das tut, was für ihn das Beste ist. Ja. Und wo auch Unternehmen das tun, was für sie das Beste ist. Ja, selbstverständlich. Ja, gut. Und heute ist es ja so, ich habe das ja damals schon
an der Uni Bochum, damals Wirtschaftswissenschaften, erstes Semester, erste Stunde, hatten wir dann BWL und dann hat der BWL-Professor gesagt, ja, also wir, unsere Aufgabe ist es, Profite zu maximieren, also kurz gesagt, ich habe gerade dieses Buch hier sogar in der Hand, ne, Professor Lassmann war das. Das war damals mein BWL-Professor, der sagte also sinngemäß, wir müssen die Profite maximieren, alles andere sind untergeordnete Ziele. Wir brauchen also dazu, da gibt es das Minimal-Maximal-Prinzip, also entweder machen wir aus dem, was wir haben, maximal viel oder das, was wir oder realistisch betrachtet, ist es genau andersrum, das, was wir am Markt verkaufen können, müssen wir mit minimalem Faktoreinsatz herstellen. Das heißt, minimale Materialkosten, minimale Energiekosten, minimale Flächenkosten und vor allen Dingen minimale Personalkosten. Das ideale Profil eines Unternehmens sieht so aus, dass es keinen einzigen Mitarbeiter hat, vollautomatisiert ist, da arbeiten nur Computer. Das ist ja, das ideale Unternehmen. Logisch, das ist das wie im Moment der Kapitalismus, worauf er hinaus möchte. Ja, ja, das heißt also Profitmaximierung, das ist sozusagen das klassische FDP und auch AfD-Denken. Ja. Im Sinne also gerade von Gründer Professor Lucke und seinen 326 anderen BWL- und VWL-Professoren, die das Ganze gegründet haben. Ja, ja, und bei den VWL-Professoren, da kommt dann der ganze Widerspruch zutage. Denn VWL-Professoren sagen das exakte Gegenteil. Die sagen, wir brauchen so viele Arbeitnehmer wie möglich, die so hohe Gehälter wie möglich haben, damit die auch möglichst viel Kaufkraft haben, die den ganzen Laden am Laufen halten. Denn alles lebt von Kaufkraft. Von der Kaufkraft der Konsumenten. Und wenn ich jetzt also als raus, John Maynard Keynes so ein bisschen, nachfrageorientiertes Denken? Keynes würde ich mal da rauslassen, das ist wieder eine andere Baustelle. Ja, ja. Ja, also Keynes hat in vielen Dingen recht, hat allerdings, ist ein bisschen an der Realität gescheitert. Mhm. Ja, also gerade was Staatsfinanzierung angeht. Ja, machen Sie aber, ruhig weiter. Machen aber ich bin jetzt erstmal beim Arbeitsmarkt, denn der Arbeitsmarkt ist das Wichtigste von allem, was es gibt. Ja. Es gibt eine neue Partei, diese Widerstand 2020, die hat noch kein Programm, die ist noch ganz jungfräulich. Bin ich in Kontakt mit, ja? Ja, ich bin schon Mitglied. Ich bin schon nach 3 Tagen Mitglied geworden. Ja. Und will auch versuchen. Wir müssen unabhängig bleiben. Ne? Ja, ich muss es nicht. Ich bin zwar mit Economy for Man kein Parteiunabhängig, aber ich bin auch in 2 Parteien. Ich bin ja auch bei Lösungen. Jetzt. Ja. Da bin ich sogar einer der Mitgründer. Und die hat nämlich unser System auch als Programm. Wir haben damals bei der Piratenpartei versucht, das Programm vorzuschlagen. Wir haben das mal eingereicht, oder ein Freund von mir hat das eingereicht, beim Bundesparteitag 2010 in Bochum. Das eine war das Steuersystem, das andere das Arbeitsmarktsystem. Es wurde abgelehnt ohne Begründung. Stattdessen gab es dann, ich glaube, Zeitreisen oder sowas hatten die so drüber abgestimmt. Also völliger Kokolores. Und die Piratenpartei ist daran gescheitert. Also machen Sie lieber weiter in Ihrem Text. Also ja, ich bin dabei. Genau, weil, ich bin dabei, weil die Kamera, die geht von Orange dann nur noch auf Rot und dann macht sie nicht mehr so lange. Aber sie ist ja auch Orange. Ja, genau. Also wenn ich ausreden darf, geht es relativ schnell. Ja, machen Sie weiter. Ja, also, muss ich nochmal neu ansetzen. Also wir haben ein System, das muss also den Menschen dienen und dann ist jetzt der Kern Punkt ist der Arbeitsmarkt. Daran hängt alles. Mhm. Einkommen, Rente, Grundeinkommen. Und das machen wir mit einer Steuer. Also wir machen erstmal Tabula Rasa und schaffen erstmal alle Steuern ab, die es gibt. Alle. Wir brauchen keine einzige Steuer mehr, von denen, die es bisher gibt. Es gibt also keine Einkommensteuer mehr, keine Steuern auf Gewinne, gar nichts. Ja. An dessen Stelle treten 3 andere Steuern. Eine Steuer ist eine Steuer, die hat nur, also jede Steuer, die es gibt, hat immer eine lenkende Funktion. Jede. Mhm. So, und die, von der ich jetzt spreche, ist die wichtigste in dem System. Das ist die Unterbeschäftigungssteuer. Damit besteuern wir die Beschäftigungsintensität. Ist sie zu niedrig, muss man sie zahlen. Ist sie ausreichend hoch, zahlt man sie nicht. Das heißt, das ist wie eine Art Mehrwertsteuer. Mhm. Die hat also, sagen wir mal, einen Satz von 200%. Arbeit wird ganz billig. Alles andere wird teuer. Nein, Arbeit wird nicht billig. Nee, also aber durch die Steuer wird natürlich das Nichtbeschäftigen von Arbeitnehmern teuer. Ja, genau. Mhm. Ich habe immer eine Relation, Mitarbeiter, oder Sie kennen vielleicht diese betriebswirtschaftliche Kennzahl, Umsatz pro Mitarbeiter. Und die drehe ich um. Mitarbeiter pro Umsatzeinheit, genau pro Umsatzmillion. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Mitarbeiter pro Umsatzmillion habe, dann muss ich die Steuer zahlen von zum Beispiel 200% auf meinen Umsatz. Damit bin ich raus aus dem Markt. Wenn ich aber die Zielgröße von 8 habe, 8 Mitarbeiter pro Umsatzmillion, dann muss ich diese Steuer gar nicht zahlen. Und weil das eben eine solche Lenkungs-, also dazwischen gibt es noch verschiedene Abstufungen.
Und weil es eben eine solche Lenkungsfunktion hat, wird das dazu führen, dass alle Unternehmen, auch die Importeure, Menschen einstellen müssen, die sie gar nicht brauchen. Das heißt also mehr als heute, aber nicht unendlich viel. Also nicht wie in der DDR, dass sie alle nichts zu tun haben, sondern das wird dann auf viel kürzere Arbeitszeiten hinauslaufen, bei einem sehr hohen Mindestgehalt. Ich kann also nicht sagen, ja, kein Problem, dann stelle ich mir einfach ein paar billige Leute ein. Nee, das geht auch nicht. Ich habe also eine maximale Jahresarbeitszeit von 1200 Stunden bei Vollzeit, 600 Stunden bei Teilzeit. Ich habe also einen Gesetzentwurf. Wer auf economyformankind.org geht und da mal in der Navigation nach Gesetzentwürfen schaut, der wird die ganzen Details sehen. Ich mache jetzt hier nur einen Kurzabriss in Überschriften. Das heißt, ich drehe den Markt dadurch um, dass ich Arbeitnehmer unverzichtbar mache, um Umsatz zu machen. So, was passiert dann? Dann habe ich jetzt mehr Mitarbeiter auf der Gehaltsliste, ich habe höhere Lohnkosten. Aber das wird ja wieder zu Kaufkraft. Und das ist ja etwas, was ich gerade auch im Wirtschaftswissenschaftenstudium damals ja gehört habe, mich gewundert habe. Alle wollen ihre Kaufkraft, die Kaufkraft ihrer eigenen Mitarbeiter senken. Das sind aber gleichzeitig, ist ja die Masse aller Angestellten, ist gleichzeitig die Masse aller Konsumenten. Ja, oder auch später als Rentner. Die hängen ja auch mit dran. Also je weiter ich die Lohnkosten senke, desto weiter senke ich die Kaufkraft, von der ich selber lebe. Und damit, das hat der Markt schon erkannt, daran stirbt ja der Kapitalismus. Der begeht ja praktisch Selbstmord, indem er seine eigenen Kunden wegrationalisiert. Jetzt haben wir hier noch einen Galgenaufschub gekriegt mit dem Fall der Eisernen Mauer. Und dann gab es auf einmal in Osteuropa neue Märkte, die haben wir da überflutet. Dann gab es also in China neue Märkte, in Indien und so weiter. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die Arbeitslosigkeit, die wir eigentlich gehabt hätten, exportiert durch unsere sehr hohe Produktivität, durch unsere zu hohe Produktivität. Und die Arbeitslosigkeit, die bei uns nicht stattgefunden hat, die findet im Ausland statt. Die Arbeitslosigkeit in den Exportmärkten ist riesig. Wir leben also quasi parasitär von unseren Kunden im Weltexport. So, wenn ich jetzt also diesen Zwang auflöse für die Betriebswirte zu sagen, ich rationalisiere die jetzt alle weg, ich ersetze die durch Software, durch Computer, durch Algorithmen oder was auch immer und mache jetzt nur noch alles möglichst ohne Personalkosten. Das ist ja nicht mehr möglich. Na, also davon könnten die auch nicht leben. Ja, also am Ende heißt es ja, Maschinen kaufen keine Maschinen. So, jetzt habe ich aber die Mitarbeiter auf der Gehaltsliste mehr als vorher, die verdienen auch mehr als vorher und die geben das Geld ja aus und schon habe ich mehr Kaufkraft. Also ich habe mehr Umsatz und dadurch ist das für Unternehmen, die ja auch keine Steuern auf Gewinne zahlen, eine Umsatzdusche. Die boomen die Umsätze. Die öffentlichen Haushalte, die partizipieren ja auch, aber an anderer Stelle. Denn diese Steuer, diese Unterbeschäftigungssteuer, wird an Steueraufgaben von 0 Euro haben. Ich habe nur eine Frage, die daraus resultiert. Ich habe das ja verstanden. Ja. Aber wie schätzen Sie, wenn wir jetzt in Deutschland das sofort einführen würden, von morgen führen wir das ein, wie verhält sich dann die Wettbewerbsfähigkeit eines für den Weltmarkt produzierenden Unternehmens in Deutschland verglichen mit seinem Konkurrenten aus China oder aus USA auf dem Weltmarkt, wenn er jetzt sozusagen, anstatt die Kosten drastisch runterzufahren, indem er jegliches Personal entlässt und alles nur noch von Computern und Robotern herstellen lässt, wie verhält sich dann seine Wettbewerbschance auf dem Weltmarkt? Wird dieses Unternehmen überleben können? Warum, wenn die meisten Produkte nämlich vom Weltmarkt gekauft werden, wie zum Beispiel die iPhones, die von der ganzen Welt gekauft werden, und wenn dann also ein anderes Land mit der Roboterisierung zu billigeren Preisen herstellt, Samsung zum Beispiel dann billigere Geräte herstellt, wäre dann die deutsche Wirtschaft, diese exportierenden Unternehmen in Deutschland, wären die auf dem Weltmarkt dann noch konkurrenzfähig? Das ist das die Frage, die sich mir spontan stellt. Ja, das wird eine Kettenreaktion auslösen. Also deshalb habe ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, dass das System beschreibt. Das habe ich ja schon, die Idee ist ja von 2003, ist ja schon ganz alt. Ja. Habe dann Ende 2005 das Buch geschrieben, 2006 veröffentlicht und das heißt die Geldlawine. Aha. Das ist eine Lawine, das heißt eine Kettenreaktion.
Diese Formel, die ich gerade sagte, also Inlandsmitarbeiter im Verhältnis zum Inlandsumsatz, betreffen nur das Inland, den Export nicht. Geht ja nicht. Ja, das ist so, also wie heute ändert sich da gar nichts. Exporte sind dann komplett steuerfrei. Und damit bin ich ja noch viel wettbewerbsfähiger als vorher. Ja, das heißt, wir sind zu exportorientiert. Wir destabilisieren den Rest der Welt mit unseren Exportüberschüssen. Sie kennen vielleicht ja dieses magische Viereck in der Volkswirtschaft, also Vollbeschäftigung gehört dazu, stabile Preise, Inflationsrate gehört dazu und da gehört auch dazu ausgeglichener Außenhandel. Und das haben wir überhaupt nicht. Wir destabilisieren. Die ganzen Überschuss, den wir machen, den hat jemand anders Minus gemacht. Und damit muss Schluss sein. Ja. Das heißt, die Kettenreaktion wird dann dazu führen, dass es in Deutschland keine Arbeitslosen mehr gibt, es gibt keine Armen mehr. Wir haben also Mindesteinkommen bei Vollzeit von 40.000 Euro netto. Weil es nämlich auch keine Steuern mehr darauf gibt, keine Sozialabgaben, das finanzieren wir anders, dann werden die im Ausland sehen, die Wähler, oh, das wollen wir auch. Ich werde also eine regionale Verknüpfung haben von Geschäften und Beschäftigung. Wer in Deutschland was verkaufen will, der muss also deutsche Arbeitnehmer partizipieren lassen. Das beinhaltet auch Grundeinkommensempfänger, dazu gehören auch die Rentner. Wer Franzosen etwas verkaufen will, der muss Franzosen partizipieren lassen. Wer Chinesen was verkaufen will, muss Chinesen partizipieren lassen. Und wenn wir was nach Australien verkaufen, dann müssen wir Australier daran partizipieren lassen. Das ist dieses System. Und deshalb heißt das auch Geldlawine. Denn wenn ein Land das macht, dann wird garantiert der Rest der Welt nachziehen. Ja. Deutschland wird dieses Land nicht sein. In Deutschland eine andere Frage. Das wird wahrscheinlich Frankreich sein. Die nächste Schlüsselfrage, die sich stellt, ist... Die Bürger würden wahrscheinlich dieses Modell begrüßen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Würden es auch die Milliardärskönige, also die heimlichen wahren Herrscher dieser Welt, ich sage immer unsere geliebten Milliardärskönige, würden die darin, wo sehen die ihren persönlichen Vorteil daran, das zuzulassen, also überhaupt eine mediale Diskussion zuzulassen? Denn die Medien gehören ja im Wesentlichen, sogar die öffentlich-rechtlichen sind ja abhängig von zum Beispiel den Werbespots der pharmazeutischen Industrie und so weiter. Ja. Und welchen Vorteil bieten Sie jetzt dabei den Milliardärskönigen, von denen es über 2000 auf der gesamten Welt gibt? Ja, ganz einfach. Das beantworte ich mit Nick Hanauer. Kennen Sie Nick Hanauer? Nee. Nick Hanauer ist ein Milliardär. Er hat irgendwann mal eine Matratzenfabrik geerbt von seinem Vater und hat dann irgendwie sein ganzes Geld investiert zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Amazon-Aktien. Und das hat ihn zum Milliardär gemacht. Und was dieser Nick Hanauer kann, das ist Trends erkennen. Und er hat damals zum Beispiel gesagt, das ist ja genial, ne, dieses Internet, das ist ja eine tolle Sache. Und Bücher zu verschicken, ja, und ich habe also diese ganzen Ladenkosten nicht und Bücher verderben ja nicht, das ist das ideale Produkt, genial, da investiere ich drin. Und dieser Hanauer, der hat also wirklich das Talent, der hat auch in andere Sachen investiert und ist damit reich geworden, dass er einfach Trends erkennt. Und der hat gesagt, da gibt es eine Website oder so ein Magazin, das heißt The Atlantic. Und da hat er einen Artikel geschrieben, der heißt I see pitchforks coming. Also ich sehe Mistgabelaufstände auf uns zukommen. Auf uns, auf unsere Klasse der Milliardäre. Ja. Uns wird es gehen wie Marie Antoinette. Uns wird man aufhängen, uns wird man erschießen, entführen, bedrohen, unser Leben wird die Hölle, wir werden alle sterben, wir Milliardäre. Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Eine Revolution war in der Geschichte der Menschheit immer nur eine Frage der Zeit. Ja. Sobald die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander ging, dann hat das Volk gesagt, so jetzt reicht's aber, rüber ab. Und mein System rettet die Milliardäre. Aber die meisten Milliardäre leugnen das Problem, die sind zu kurzsichtig und sagen sich, ich will also meiner unendlichen Gier frönen. Ja, ich habe ja nur 3 Milliarden oder 30 Milliarden, ich will aber noch immer mehr. Und man, wird mich schon nicht entführen oder umbringen, ja? Genau. Ja, da habe ich die Bodyguards. Ja, und was passiert am Ende? Die Bodyguards haben auch Familie, die Bodyguards werden diejenigen sein, die euch entführen. Die eigene Putzfrau wird euch wahrscheinlich irgendwann mal vergiften, weil die euch nicht mehr ertragen kann. Ich hab's verstanden. Das ja, ist ein so, und jetzt Argument. Gibt es aber, jetzt gibt es aber in meinem System einen Punkt, der auch zu deren Überleben beiträgt, den die aber nicht mögen werden. Und das sind Vermögensbeschränkungen. Das ist wie eine Vermögenssteuer mit 30 Millionen Euro Freibetrag und darüber sind es 100,0%. Das heißt, niemand hat mehr ein Vermögen, das höher ist als 30 Millionen. 30 Millionen habe ich damals gewählt. Das ist das, was die
Professor Hans-Werner Sinn würde jetzt sagen, in dem Moment flüchten alle Milliardäre aus Deutschland. Und in dem Moment sage ich ihre Arbeitsplätze mit und ihre Unternehmen mit. Nein, das geht ja gar nicht. Das geht ja beides nicht. Also erstmal, all business is local. Wer in Deutschland was verkaufen will, muss ein Unternehmen in Deutschland haben. Ja, auch als Importeur, denn diese Unterbeschäftigung. Nach ihren neuen Gesetzen. Ja, ja, die betrifft ja. Aber bevor diese Gesetze gemacht werden, sind die Unternehmer schon weg. Tschüss. Wir weinen euch keine Tränen. Ach, dann geht doch. Ja, also wenn zum Beispiel jemand Immobilienvermögen hat, wie nimmt er das denn mit? Da bin ich ja mal neugierig. Wenn jemand einen Laden hat, der, sagen wir mal, die reichsten Leute in Deutschland, betrachten wir die mal, den Herrn Schwarz von Lidl und Kaufland oder die Albrecht-Erben von Aldi. Wie nehmen die denn ihre Läden mit? Das möchte ich ja gerne mal sehen. Nur ganz kurz, eine Sekunde. Wir sind jetzt bei Rot angelangt. Wenn Sie noch was ganz Wichtiges zu sagen hätten, wäre es jetzt gut, das einfach jetzt schon zu machen und dann können wir ja noch frei diskutieren. Also wenn Sie noch was ganz Wichtiges haben, also denn ich hätte das gern in dieser Sendung mit drin, gibt es noch was, wir noch nicht besprochen haben? Zum Beispiel gibt noch so viel, es gibt noch so viel, weil eigentlich sind wir haben zu viel über zu viele andere Themen gesprochen. Wir sollten lieber ein separates Video machen, nur über dieses Thema. Also ich verweise mal auf diese Grafik, die man da sieht, also economyforMankind.org, einfach mal reingucken. Also das nächste Bild hier? Augenblick. Das ist das mit den Waben, mit diesen neuen Bereichen. Ach, das hatte ich ja schon auf die ganze Zeit. Ja, genau, mehr braucht man auch nicht. Dann habe ich auch von Ihnen das Bild Umsatzprovisionen als faires Geschäft zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Ja, das ist Thema Steuersystem, das ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt. Heute haben wir ein Steuersystem, das ja völlig ineffizient und ungerecht ist und viel zu kompliziert, das schmeißen wir komplett auf den Müll. Ne, Einkommensteuer gibt es nicht mehr, Steuer und Gewinne gibt es nicht mehr. Was finanziert denn dann eigentlich den Staat? Und das machen diese Umsatzprovisionen. Da sagen wir also, wir machen ein Geschäft zwischen Staat und Wirtschaft oder Gesellschaft und Wirtschaft. Und dann sagen wir so, 85% sind für dich, 15% sind für den Staat, für die Gesellschaft. Aha. Das heißt, wir haben 15% als Teil der Preiskalkulation. Das ist nichts anderes als eine Mehrwertsteuer ohne Vorsteuerabzug. Aha. Da ändert sich aber die gesamte Produktkalkulation, sodass wir am Ende, da haben wir eine FAQs auf unserer Seite, da gibt es, ich glaube, das müsste Punkt 18 sein, da ist erklärt, warum deshalb die Preise nicht steigen. Mhm. Weil an anderer Stelle ja wiederum Kostenentlastungen sind. Und die basieren ja auf den Umsätzen. Wie viele Umsätze werden gemacht, das weiß ja so gut wie kein Mensch. Da gibt es eine Umsatzstatistik des Statistischen Bundesamtes. Und das waren, letzte aktuelle Zahl, ist glaube ich von 2015 oder 16, 7,45 Billionen Euro Umsatz in Deutschland. Und die werden besteuert mit 15%. Und dann haben wir einen Staatshaushalt, haben wir öffentliche Haushalte, die schwimmen im Geld. So, jetzt kommt aber noch was. Das ist der Status quo. Und wenn jetzt dieses andere System, das Arbeitsmarktsystem kommt und wir viel mehr Kaufkraft haben, dann wird diese Zahl auch nochmal drastisch nach oben gehen. Mhm. Also das Thema Haushalte haben kein Geld, ist damit erledigt. Aber wir sollten unbedingt darüber diskutieren, denn das ist der Schlüsselsatz. Und deswegen war ja auch die Vorgeschichte gar nicht umsonst, sondern extrem wichtig, weil wir das unterschiedliche Menschenbild herausgearbeitet haben. Denn Sie sagen jetzt und tschüss, also Sie sagen tschüss zu den Unternehmern, wenn die, sobald eine gesellschaftliche Diskussion darüber einsetzen würde. Die können nicht gehen. Die können ja persönlich gehen, aber die können ja ihre Unternehmen nicht mitnehmen. Ja, der nächste Supermarkt, der nächste Rewe oder was oder das nächste Autohaus, die sind ja alle noch hier. Wie sollen die denn mitnehmen? Das geht doch gar nicht. All business is local. Jedes Geschäft ist immer regional, immer lokal. Ja, aber können Sie das nicht alles verkaufen? Ja, dann kauft es jemand anders. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel 150 Milliarden besitzt. Ja. Und er würde jetzt alles, was er an deutsche, zum Beispiel Automobilhändler, Infrastruktur in Deutschland besitzt, würde er alles, alle Immobilien verkaufen, alle Autohäuser verkaufen, alles verkloppen sozusagen an den Meistbietenden und würde sagen, bevor ich mich runterknüppeln lasse auf 30 Millionen, nehme ich meine 150 Milliarden, da mache ich jetzt riesige Verluste, weil ich beim Verkloppen mache ich große Verluste, aber das sind ein paar Milliarden, vielleicht 20 Milliarden, dann habe ich immer noch 130 Milliarden. Und dann gehe ich mit den 130 Milliarden in die USA und dort kaufe ich neu ein, das kostet mich nochmal 20 Milliarden, dann habe ich immer noch 100 Milliarden übrig. Und 100 Milliarden sind das Milliarden, das X-fache von 30 Millionen. Ja. Ja, das heißt also, ich, egal wie viel mich das kostet, ich verlasse auf jeden Fall Deutschland und ziehe
damit meine Innovationstalente, zum Beispiel als Steve Jobs, wenn das Steve Jobs in Deutschland wäre, der hätte dann also sozusagen die Entwicklung des iPhones dann aus Deutschland rausgezogen und hätte es dann in China veröffentlicht. Nein, ja? Nein. Steve Jobs hat erstmal überhaupt nichts entwickelt, genauso wie Bill Gates nichts entwickelt hat. Das sind das sind Marketingmenschen. Bill Gates ist ein reiner Marketingmann. Ja. Und auch Steve Jobs ist ein reiner Marketingmann. Die haben gar nichts entwickelt. Wozniak und so, die haben die Leute sowas entwickelt. So, was machen die denn? Dann verkaufen die alles, ja, und was ist dann mit dem, was sie verkauft haben? Das ist ja alles noch da. Das hat andere Eigentümer. Das ist ja kein Problem. So, und wenn die dann nach Amerika gehen würden und würden sagen, ich habe jetzt hier mein Vermögen und kaufe jetzt alles auf, dann sagen die Amerikaner, Pustekuchen, America first, ihr dürft jetzt hier nicht kaufen. Ihr kriegt nicht einfach eine Staatsanwaltschaft, ich kann doch nicht einfach in ein anderes Land gehen und kriege eine Staatsbürgerschaft. China sagen, hurra. Die Zeit läuft uns weg. Also, wenn ich das mal zu Ende führen darf. So, dann kommt ja noch dazu, ein ganz, ganz wesentlicher Effekt. Ich beende die unendliche Gier damit. Und dann werden andere Länder sagen, und dann werden die Wähler in anderen Ländern sagen und die Parteien in anderen Ländern sagen, das wollen wir auch. Und dann haben die nirgendwer, wo die hin können. Das wird, wenn das Land, wenn ein Land wie Frankreich oder England oder Italien oder Spanien oder Deutschland das macht, dann wird das weltweit in jedem Land gemacht. Da wette ich mein Leben drauf. Es könnte aber auch anders kommen. Es könnte sein, dass die Milliardäre, solange es noch ein Land gibt, dass die alle in das eine Land gehen, das noch nicht das Modell hat. Und dort wird die Wirtschaft so aufblühen. Nicht aufblühen. Nein, das kann sie nicht. Wieso soll die nicht aufblühen? Welches Land soll denn das noch zulassen? Welches denn? Welches Land soll denn zulassen, dass die Schere zwischen Arm und Reich ins Unendliche auseinanderreißt? Da werden die Wähler sagen, das machen wir nicht mit. Das jetzt ist kommt nicht das möglich. Argument von Professor Hans-Werner Sinn, den ich in vielen Punkten kritisiere. Aber der sagt ganz entscheidend, das ist überhaupt kein Problem, solange nämlich die Leute in diesem einen Land der Erde von 200 Ländern, solange die Leute dort merken, dass sie gestern, 10 Euro am Tag hatten und jetzt plötzlich 20 Euro am Tag haben, auch dann ist es ihnen scheißegal, dass die Milliardäre die Schere immer weiter auseinander geht, weil die sehen einfach nur, 20 Euro am Tag ist mir lieber als 10 Euro am Tag. Und deswegen sagen die, dieser Staat würde dann niemals eine demokratische Mehrheit dafür kriegen, sozusagen, sondern würde sagen, wir machen jetzt den wirtschaftlich erfolgreichsten Staat der Erde. Nein. Wir müssen ja nicht exportieren, wir werden halt intern der Stärkste. Nein, das ist nicht mehr möglich. Das Geschäftsmodell ist tot. Die würden sich, nehmen wir mal an, die würden sich alle in Monaco stapeln. Ja. Ja, dann haben sie also da Wolkenkratzer über Wolkenkratzer und da sind lauter Milliardäre drin. Die können ihr Geld nicht mehr vermehren. Aha. Das geht nicht mehr, denn die können ja, da müssen sie exportieren dürfen und das dürfen sie nicht mehr, sonst können sie nicht mehr. Also können sie ihr Geld auch nicht ohne Export, zum Beispiel Neckermann oder so, oder es gab ja viele Firmen, die haben ihr Geld vermehrt ins Unermessliche und haben nicht exportiert, oder? Ja, im Inland, lokales Geschäft, all business is local, richtig. Im Inland, die haben also in Deutschland Geschäfte gemacht. Wenn Frankreich als letztes Land der Erde behalten würden, dann könnten die doch in Frankreich ein Wirtschaftswunder auslösen, diese Spitzenunternehmer. Also noch mehr können sie die gelben Westen gar nicht ärgern. Nein, es wird eben kein Wirtschaftswachstum geben. Milliardäre arbeiten ja nicht. Ja. Ja, die jedenfalls nicht produktiv. Ja, die meisten, also ungefähr... Jedes Jahr also, verlassen in Deutschland angeblich 200.000 höchst qualifizierte Fachkräfte, verlassen Deutschland, weil... Nein, es ist das Gegenteil ist richtig. Das genaue Gegenteil ist richtig. Jetzt haben wir, wenn wir also die deutschen Fachkräfte haben wollten, was ich übrigens ablehne, ich lehne es ab, anderen Ländern die Fachkräfte abzuwerben, die also viel dringender brauchen. In Deutschland, wenn ich mal aussprechen darf, in Deutschland werden die Leute Schlange stehen, um nach Deutschland zu kommen. Warum? Weil man hier keine Einkommensteuer mehr zahlt, weil hier die Gehälter am höchsten sind und weil man hier sein Vermögen aufbauen darf bis 30 Millionen. So, und jetzt kommt ein anderer Effekt. Wenn man 30 Millionen Schluss ist, dann heißt das so, jetzt habe ich 30 Millionen und ich kann ja in dem Jahr, sagen wir, ich bin jetzt Martin Winterkorn, kriege 17 Millionen Euro Gehalt noch oben drauf. Ich meine, er ist nicht mehr bei VW, aber damals hat er 17 Millionen verdient. So, die kann er behalten, wenn er sie verkonsumiert. Und dann stellt er fest, das ist gar nicht möglich. Ich kann also keine Autos kaufen, das ist ja Vermögensumschichtung. Ich kann keine Häuser kaufen, das ist eine Vermögensumschichtung. Sondern ich muss das Vermögen wirklich verballern. Dann stellt man fest, das ist gar nicht möglich. Warum in aller Welt will ich ein Vermögen steigern, wenn ich es überhaupt nie verkonsumieren kann? Dann wird diese ganze Sinnlosigkeit mal klar.
Und dann wird man sagen, so, ich bin ja jetzt auch, ich habe, ist ja auch immer so eine Art, wenn ich das mal so... Darf ich den Kritikpunkt nennen? Die Genies werden Ihnen fehlen. Sie kriegen gute Leute, weil die bis 30 Millionen, die sind froh, wenn sie überhaupt bis 30 Millionen kommen, da kriegen sie Top-Fachkräfte. Aber die Genies werden nicht kommen. Erstens, die kommen, zweitens, die brauchen wir nicht. Das ist eben was sollen denn das für Genies sein? Jetzt frage ich Sie mal. Da unterscheiden wir uns. Ohne Genies keine Top-Produkte und damit auch kein Top-Verkauf. Nein. Also, ja? Nee, Top-Produkte brauchen wir nicht. Gucken Sie doch an, was wir haben in der Welt. Ist doch alles da. Wo brauchen wir denn Genies? Ja, wir brauchen Leute, die in der Lage sind, eine Chip-Produktion vielleicht am Laufen zu halten. Aber wir brauchen keine neuen Produkte. Jetzt sind Sie also irgendwie in diesem Paradigma gefangen, wir müssen immer wachsen, immer besser werden, muss alles immer toller werden. Nein, muss es nicht. Nein, wir werden ja durch die Wohlfühlstimme, werden wir ja auch einen Degrowth-Prozess auslösen, ein Runterschrumpfen, ein Postwachstum, ein Degrowth-Prozess auslösen. Aber dabei werden wir jedes Jahr 500 Milliarden Wirtschaftswunder machen. Und das wollen die anderen Länder haben. Wo das herkommt, ist mir, wie gesagt, ist mir unklar, wo das herkommt. Und ich weiß auch nicht, was daran jetzt für Genies so attraktiv sein soll, wie Nico Pech zu leben. Also auf einer unserer Homepages gibt es eine Liste mit ungefähr 20 Links, wo die gesamte weltweite Presse, also alle großen Namen der Medienlandschaft auflisten, wie wir durch den Kapitalismus totale Milliarden, Abermilliarden Verluste jedes Jahr machen, die einfach aus der Verschwendung durch den Kapitalismus resultieren. Ich habe ja vorhin schon erklärt, wir machen Leute krank und behandeln sie dann mit 375 Milliarden jedes Jahr. Und dieses Geld ist ein Totalverlust, weil alles, was dort geschieht, die produzierende Wirtschaft ruiniert und schwächt. Also das muss man in Relation setzen immer zum Gesamtvolumen. Das Gesamtvolumen, also alle Umsätze, die weltweit stattfinden, die liegen irgendwo bei etwa 250 Billionen, also 250.000 Milliarden. Und wenn da 350 Milliarden verschwendet werden, dann ist das wirklich Peanuts. Also volkswirtschaftlich ist das irrelevant. Natürlich ist das schlecht für die Menschen, wenn die Krankheitserfinder, wie Jörg Blech sie mal genannt hat, sehr treffenderweise, ja. Spiegelautor, der hat ein Buch geschrieben, die Krankheitserfinder, das habe ich mal geholt, also sehr, sehr gut gemacht. Natürlich ist das ein Riesenproblem, aber das hat jetzt mit unserem Problem nicht wirklich viel zu tun. Wirtschaft ist ein Anreizsystem, Wirtschaft ist Psychologie. Und die Psychologie ist, ich erinnere wieder an Adenauer, sie müssen die Menschen nehmen, wie sie sind, und die Menschen wollen, die haben Gier und Angst. Ja. So, und wer das am besten befriedigt, der wird am erfolgreichsten sein. Darin ist der Kommunismus gescheitert, der konnte die Gier nicht befriedigen. Genau, da musste also jeder wie der Held der Arbeit sein oder wie das Pferd Clover, damals in Animal Farm, und musste also genügsam sein und immer kräftig schuften. Richtig. Das machen die Menschen nicht und schon bricht alles zusammen. Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft werden jedes Mal wieder scheitern. Das sind wir uns einig. Ja. Aber jetzt nochmal für die Zuschauer abschließend, nur weil die Kamera wird irgendwann von selbst stoppen. Ja. Und ich will nur zusammenfassen, wir sehen den Unterschied im Menschenbild. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir die Evolutionsbiologie angesprochen haben und so weiter. Ja. Der Unterschied im Menschenbild ist der, dass Sie sagen, wir können auf die Genies verzichten, die brauchen wir nicht, während wir sagen, jede Wirtschaft lebt ausschließlich von den Genies, also von dem einen Promille der genialsten Leute des jeweiligen Landes, und davon brauchen wir so viel wie möglich. Und wir müssen auch einen Braindrain machen, dass wir die Klügsten der Welt, aus aller Welt, eine Multikulti im Höchstleistungsbereich erzeugen und so viel Milliardäre und Unternehmer, die was können als Unternehmer, natürlich müssen die was können, ins Land holen sozusagen, damit wir genügend Genies haben, denn über die Weltmarktposition auch nach der Beendigung dieses kapitalistischen Systems entscheidet erst einmal, solange noch nicht alle Staaten aufgelöst sind, entscheidet, ob wir wer mehr von den Genies hat. Das sehe ich ganz anders. Und das sehe ich ganz anders. Also meines Erachtens braucht man ausreichend gute und ausreichend viele motivierte Leute, und dann läuft der Laden. Genies brauche ich nicht. Genies sorgen eher dafür, Dinge zu zerstören. Ja, die Machbarkeitswahn. Nehmen wir mal die Gentechnik. Ja, die Frankensteins, die sich da austoben dürfen. Oder nehmen wir mal die Überwachungstechnik. Nehmen wir mal die
das Data Mining oder das, was zum Beispiel hier die ganzen Facebook-Leute machen, Google-Leute machen, das ist ja ein Albtraum, was sie da konstruieren. Das sind lauter Genies. Nee, danke, solche Genies brauchen wir wirklich nicht. Sehe ich ganz anders. Aber das ist, da haben Sie zu Ihrer These mal eine Antithese. Und jetzt können genau, wir mal das, die. Das wollten wir ja gegenüberstellen. Ja, ja, genau. Ich finde das, find das sehr großartig, dass Sie sozusagen auch mal Andersdenkende einladen. Wir haben zwei verschiedene Menschenbilder. Ja. Ja? Ja. Für uns ist es so, dass, also die Zukunft Europas ausschließlich, und da würde mir Professor Hans-Werner Sinn zustimmen, im Wesentlichen von den Genies abhängt und von niemandem sonst. Ja, sehe ich völlig anders. Ja, genau. Da haben wir doch jetzt rausgearbeitet. Ja, ja. Sehr schön. Jetzt können wir noch weiter diskutieren. Erzählen Sie ruhig noch weiter. Noch läuft alles. Es läuft noch alles. Ja, also wenn ich nochmal an diese Grafik mit den neuen Waben erinnern darf. Also da gehe ich nochmal zurück, ja? Ja. Ja, bin ich. Ja, wir haben jetzt also nur mal kurz gestreift. Das Thema Arbeitsmarkt ist das Wichtigste von allem. Ja. Dann Finanzmarkt, der hängt auch mit dran von den Renditeerwartungen. Wir werden also in unserem System den Finanzmarkt die Zähne ziehen. Und durch 33 Regeln werden wir die Spekulation beseitigen. Und die Kunst dabei ist, wir machen dadurch den Finanzmarkt Deutschland viel attraktiver als alle anderen Finanzmärkte für die Entscheider. Sprich, die Entscheider sind die Aufsichtsräte und Vorstände der Unternehmen. Die werden sich sagen, oh, in Deutschland haben wir nicht mehr den ständigen Renditedruck im Nacken. In Deutschland können wir in aller Ruhe wachsen, langfristige Entscheidungen treffen. Das ist statt immer nur kurz auf den Aktienkurs des nächsten Quartals zu gucken, können wir mal langfristig planen, was letztendlich viel besser und entspannter ist. Henning Kagermann, Ex-SAP-Chef, sagte mal im Spiegel-Interview vor ungefähr 20 Jahren, wir sind alle Getriebene, wir CEOs, und die hassen das. Bei uns haben wir es ganz entspannt. Bei uns zahlen die CEOs und Aufsichtsräte keinerlei Einkommensteuern. Bei uns sind die